Einen wunderschönen Sonntagmorgen, 9.30 Uhr bei euch in der Heimat und hier bei uns steht jetzt gleich das Testspiel der Schwarz-Gelben gegen den FC Aarau an. Auch heute testet Dynamo zweimal. Bei uns am Nachmittag in der Heimat um 13 Uhr gibt es das Spiel gegen die Grasshopper Zürich. Das ist der Schweizer Rekordmeister. Und jetzt, wie gesagt, das Spiel gegen Aarau. Das ist der Tabellensechste der zweiten Schweizer Liga. Wir freuen uns sehr, dieses Spiel und diese Spiele euch wieder übertragen zu können bei Dynamo TV. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht und guckt zu, wie die Schwarz-Gelben drauf sind und wie sie hier im Trainingslager in Belek gearbeitet haben. Und ich freue mich jetzt, an meiner Seite Massimo Porcello begrüßen zu können. Das ist Dynamos Co-Trainer und dann werde ich euch auch gleich erklären, was es mit dieser Mütze auf sich hat, was es damit zu tun hat und wovon ihr heute profitieren könnt. Also gleich geht's los, das Spiel Dynamo Dresden gegen den FC Aarau. Wir hören uns gleich vom Kommentatorenplatz. So, jetzt hoffe ich, dass wir auch zu hören sind vom Kommentatorenplatz. Auch nochmal von hier einen schönen Gruß in die Heimat. Ich hoffe, wir sind zu hören und ja, begrüßen euch ganz herzlich am Sonntagmorgen. Vielleicht für euch auch die Möglichkeit, beim Frühstück der Sportgemeinschaft zuzuschauen. Schöne Grüße hier aus der Türkei. Ihr seht es ähnlich wie am Dienstag. Bedingungen suboptimal. Es regnet, wir haben ja, 11, 12 Grad. Aber das soll uns nicht daran hindern, uns zwei schöne Testspiele von Dynamo Dresden anzuschauen. Saxoprint präsentiert euch auch den heutigen Livestream aus dem Wintertrainingslager der SGD. Der offizielle Druckpartner von Dynamo Dresden engagiert sich seit 2005 bei den Schwarz-Gelben. 700 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten bei Saxoprint. Das Spielfeld ist der Online-Druck. Das Erfolgsrezept heißt Leidenschaft. Und da sind wir bei der Aufstellung der Dynamos. Es ist ja so, dass Trainer Mike Walpurgis heute wieder versuchen wird, vielen Spielern 90 Minuten Einsatzzeit zu geben. Aber er hat natürlich den einen oder anderen Spieler, der nicht mit dabei sein kann. Niklas Kreuzer und Patrick Möschel sind im Aufbautraining noch. Moussa Kone hat Leistenprobleme. Linus Wahlquist fehlt nach seiner Zahn-OP. Und Florian Ballas hat Rückenprobleme. Das besprechen wir gleich ganz ausführlich. Jetzt kommt mein Co-Trainer. Alles Weitere zur Aufstellung der Schwarz-Gelben gleich hier vom Kommentatorenplatz. Ich lasse euch noch mal kurz alleine. Ihr seht die Aufstellung im Bild. Und dann gleich mehr zu diesem Team. Und Massimo Porcello wird uns dann auch gleich ein bisschen was zur Taktik verraten. Thank you.
So, jetzt sind wir da. Jetzt haben wir auch den Massimo Pocello da. Massimo, du hast noch ordentlich die Mannschaft vorbereitet. Bist noch ein bisschen außer Atem. Ganz ruhig. Ich darf dich erstmal noch mal ein bisschen vorstellen. Der Co-Trainer von Dynamo Dresden ist bekannt. 79 Bundesligaspiele, 12 Tore, 107 Zweitligaspiele, 10 Tore. Gütersloh, Paderborn, Bielefeld, Karlsruhe, Osnabrück. Hat fast ganz Ostwestfalen so ein bisschen mitgenommen. Und dann natürlich Karlsruhe. Und wir freuen uns, dass er jetzt Co-Trainer von Dynamo ist und jetzt uns erklären wird, wie die Sportgemeinschaft heute spielen wird gegen den FC Aarau. Ja, guten Morgen erstmal nach Dresden, nach Deutschland. Es ist ja bei uns in Deutschland noch etwas früher als hier. Wir sind ja schon 2 Stunden weiter. Wir haben heute nochmal 2 Mannschaften aufgestellt und durchgemischt, sodass jeder nochmal ausreichend Spielpraxis bekommt. Wir haben nochmal 3 Spieler aus der U19 nachnominiert, da wir leider noch etwas Pech hatten mit Verletzung. Und da wird auch einer gleich im ersten Spiel von Beginn an aufgestellt. Das ist der Luka Subotić. Das heißt, wir spielen im Tor mit Vigas, spielen dann von rechts mit Subotić. Im Zentrum haben wir dann mit Sören Günther und Dario Dumic 2 erfahrene Innenverteidiger. Dann Heise von links und dann offensiv über die linke Mittelfeldseite mit Sascha Horvath, Leo Löwe im Zentrum gemeinsam mit Rico Benatelli und dann die Nummer 10. A. Osman, nach der Verletzung jetzt wieder im Einsatz, spielt die rechte Seite und vorne im Sturm spielen wir mit Vasil Kusey und Haris Duljevic. Also das berühmte 4-4-2-System, was Dynamo dann heute hier spielen wird. Und wir sind gespannt auf den Auftritt von Dynamo, wie sich das hier gestaltet. Vielleicht ein paar Worte zum FC Aarau. Das ist der Tabellensechste der zweiten Schweizer Liga, der sogenannten Challenge League in der Schweiz. Und wie gesagt, die sind auf dem zweiten Tabellenplatz. Hier gibt es jetzt offenbar technische Probleme. Dann müssen wir... Jetzt sollte es hoffentlich besser funktionieren. Also ich hoffe, gebt uns mal ein Feedback auch, ob die Tonqualität stimmt. Wenn nicht, müssen wir da noch ein bisschen regeln, wenn der Regen vielleicht zu sehr drauf fällt. Ich hoffe, das läuft jetzt alles. Ich versuche auch lautstark zu reden. Das sollte bei mir nicht das große Problem zu sein. Ich glaube, Massimo ist lautstark zu verstehen. Bei mir habe ich manchmal den Eindruck noch, dass ich vielleicht noch nicht ganz so laut rüberkomme. Okay, das soll jetzt nicht das Problem sein. Noch ein paar Worte zum FC Aarau. Die hatten einen ganz, ganz schlechten Saisonstart in der Schweiz. Lagen insgesamt 10 Spieltage auf dem letzten Tabellenplatz. Die ersten 6 Saisonspiele allesamt verloren. Sind aber am Schluss richtig gut draufgekommen. Haben von den letzten 7 Saisonspielen 6 gewonnen. Nur einen unentschieden. Und träumen noch so ein bisschen von der Barrage. Jetzt wird der eine oder andere sagen, was ist denn die Barrage? Ja, das ist die Relegation. Der zweite der Schweizer Liga gegen den vorletzten der ersten Liga. Das könnten zum Beispiel die Grasshopper Zürich sein. Die stehen jetzt gerade auf dem Platz. Also das ist dann der Gegner am heutigen Nachmittag. Anstoß wird der FC Aarau haben. Wir werden euch zu dem einen oder anderen sehr interessanten Spieler auch immer wieder was erzählen. Aber natürlich gibt es die Möglichkeit, auch dem Massimo Fragen zu stellen. Es gibt den Hashtag FragMassimo und das ist unser Hashtag jetzt für das Spiel. Und da könnt ihr alle Fragen loswerden, die ihr gerade so am Sonntagmorgen neben Frühstücksei und Brötchen auf dem Herzen habt. Und wir versuchen die dann immer mit in die Übertragung mit reinzunehmen und versuchen uns natürlich auch um die Dynamos zu kümmern, wie die denn so drauf sind am Sonntag, bevor es dann am Dienstag wieder in die Heimat geht. Massimo, was hast du für einen Eindruck bislang von der Mannschaft? Du hast ein paar angeschlagene Spieler schon erwähnt, das ist sicherlich nicht ganz so schön. Aber ansonsten, wie war das Trainingslager bis jetzt? Ja, darum geht es auch heute. Die Spieler sollen sich heute nochmal belohnen, weil sie einfach ein sehr intensives Trainingslager hinter sich haben. Wir haben sehr gut gearbeitet. Die Spieler sind etwas müde, was ganz normal ist nach so vielen Trainingstagen. Und die Spieler sollen sich heute belohnen. Sie sollen in beiden Spielen ihre Leistung abrufen und dass wir dann einfach auch mit einem positiven Gefühl nach Dresden zurückreisen können.
Ja, wir haben ja eben auch ein Foto gemacht. Der Henry Buschmann hat ein Foto von uns gemacht. Ich weiß nicht, ob das Foto schon gezeigt wird. Wir haben hier sehr viel Regen. Also wir haben immer das Pech, dass es regnet, wenn wir unsere Testspiele haben. Eigentlich ist es nicht so schlimm, weil da ist immer gerade für die Spieler genügend Frische und der Platz ist schön nass, so läuft der Ball gut. Aber wir, wir sitzen hier im Auto, alles sehr eng, aber... Es ist wenigstens warm und trocken, oder? Genau, das ist richtig. Ich konnte meine Jacke ausziehen und im Endeffekt ist uns das auch egal. Ich habe das hier auch bewusst angenommen, weil ich einfach auch zur Verfügung stehen wollte und es Spaß macht, mal hier zu kommentieren oder an der Seite von einem Kommentator zu sein. Und von daher machen wir das sehr gerne. Genau, das ist hier heute wirklich ein bisschen Improvisation, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht ganz einfach, aber wir versuchen das Beste draus zu machen und sehen jetzt hier die Abseitsposition, die Abseitssituation. Seht uns das ein bisschen nach, es ist wirklich nicht ganz einfach. Wir sitzen hier ein bisschen eingeklemmt im Auto und falls das mit der Technik dann immer mal nicht so klappen sollte, es schüttet wirklich und Massimo hat es gerade schon gesagt, das ist eigentlich nicht der tägliche Standard, bloß ausgerechnet jetzt an den Spieltagen hatten wir hier immer etwas Regen in Belek. Belek, schön gelegen, viele Mannschaften sind hier zu Gast im Trainingslager und unter anderem die Gegner von Dynamo Dresden, die Schweizer Fans. Es ist ja sozusagen das Schweiz-Triple, was jetzt angesagt ist. Der FC Aarau in der Nähe von Belek zu Gast und bereiten sich hier vor. Da sein und ich hoffe, Es gibt hier noch ein bisschen technische Probleme hier mit unseren türkischen Kollegen. Deswegen konnten wir jetzt nicht die Situation kommentieren. Wir hatten vor einigen Minuten auch einen hervorragenden Pass von Dario Dumic, den er in die Spitze spielt. Anschließend spielen wir nach außen raus. Stehen leider am Abseits, aber das ist genau das, was wir auch sehen möchten, was wir im Ballbesitz trainiert haben, dass wir schnell in die Spitze kommen und dann auch vorm Tor gefährlich werden. Wir haben insbesondere auch viele Trainingseinheiten mit dem Ball gemacht. Wir haben Flügelabläufe trainiert und die Spieler haben da einige Optionen jetzt und da schauen wir natürlich auch genau hin, dass die umgesetzt werden. Auch hier gut gespielt, prallen gelassen von Sascha Horvath auf die 6, auf Rico. Das sind die Abläufe, die wir dann auch immer wieder haben möchten, um auch sicher im Ballbesitz zu sein und zu bleiben. Ja, wir werden wahrscheinlich mehr Massimo hören, weil ich glaube immer noch, dass es mit meinem Mikrofon extreme Probleme gibt. Also habe ich jedenfalls den Eindruck, und dass man das nicht so richtig in den Griff bekommt. Ich höre mich immer äußerst dumpf und wäre schön, wenn die Technik das jetzt in den nächsten Minuten dann endlich mal in den Griff bekommt. Also das ist jetzt die dringende Bitte. Ja, das hoffe ich doch, dass wir dann zu zweit sind. Dann sind wir noch stärker. Während wir das Spiel kommentieren, auch eben gerade wieder sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Wir haben dort den Zweikampf gewonnen, Ballgewinn direkt in die Spitze und leider sind wir dann nicht durchgekommen, aber die Mannschaft hat dann sofort wieder zugestellt und ist ins Gegenpressing gegangen und genau das ist das, was wir auch trainiert haben und was wir immer wieder durchsetzen wollen, um die Räume eng zu machen, um gleich wieder im Ballbesitz zu kommen. Und Sie sehen ja auch hier, wir haben jetzt den Einwurf, wir haben schon sehr viel Ballbesitzzeit und das liegt auch daran, da wir einfach auch dann sehr gut umschalten und den Ball wieder zurückgewinnen. Inwiefern bereitet, jetzt sehen wir mal den Schweizer, die hier sehr schön über die linke Seite.
Seite kommen und die erste Möglichkeit. Ja, jetzt haben wir Glück und da sieht man, wie schnell das geht. Wir haben den Ball im Mittelfeld verloren und der Gegner spielt genauso schnell in die Spitze. Und da haben wir jetzt etwas Glück gehabt. Das sind natürlich die Ballverluste, die nicht passieren dürfen. Und dann wird es auch sehr schnell brandgefährlich, auch in die andere Richtung. Auf jeden Fall. Also das war ein richtig guter Angriff und die haben gute Stürmer. Die Schweizer, das muss man definitiv sagen, also arrivierte Stürmer, auch begehrte Stürmer. Einer davon ist Varul Tasa, der ist begehrt auch von Schweizer Erstligisten, unter anderem vom FC Sion. Und das Schöne ist, dass heute Nachmittag spielen die Aarauer gegen den FC Sion. Deshalb hat man wahrscheinlich gesagt, den lassen wir mal heute Vormittag erst ran, weil beim FC Sion ist es ähnlich, da wird man nur heute Vormittag mit einer Elf spielen und dann ebenfalls heute Nachmittag die andere Elf. Also wird man auch durchmischen. Ja, so machen das viele Mannschaften hier. Jeder soll Spielpraxis bekommen und vor allen Dingen wird dann auch viel durchgemischt, dass viele verschiedene Spieler miteinander spielen, um auch sich einzuspielen oder Spieler miteinander spielen, die in der Vergangenheit jetzt auch so noch nicht zusammengespielt haben. Dazu dann auch bei uns insbesondere die U19-Spieler, die dann integriert werden und halt Spieler, die auch aus Verletzungen kommen. Ja, damit wir uns dort gemeinsam weiterentwickeln können. Jetzt Standardsituation, da haben wir uns das ein oder andere ausgedacht. Schauen wir mal. Sehr gut geschlagen von Philipp auf den zweiten Pfosten. Aber auch sehr gut geklärt vom Abwehrspieler. Giuseppe Leo hat den, glaube ich, geklärt. Spieler, der zuletzt auch noch in Karlsruhe unter Vertrag stand und zuvor in Ingolstadt, also bekannt auch in Deutschland. Und dann kommen wir gleich zur nächsten Standardsituation. Auch da gibt es Optionen. Ist natürlich immer davon abhängig, wie reagiert der Gegner. Kann man die dann so umsetzen, wie man sie trainiert hat. Aber die Spieler wissen sehr gut Bescheid und haben die eine oder andere Variante drin. Und dann schauen wir mal. Sehr gut verteidigt vom Gegner. Ich denke mal, jetzt bin ich lauter zu hören. Also wahrscheinlich, jetzt habe ich auch das Gefühl, ich bin zu hören. Also ich höre dich jetzt auch lauter. Ja, also nochmal Entschuldigung in die Heimat. Und sorry, aber ich glaube, jetzt habe ich das Gefühl, ich höre mich mal lauter. Also nicht, dass ich das Gefühl brauche, dass ich mich ständig lauter höre. Massimo, du hast das großartig gemacht. Danke fürs Kommentieren und weiter so bitte. Wir haben den Eckball. Nächste Standard. Ja, wir hatten eben schon mal eine Standard. Ja, die hat nicht ganz funktioniert. Der Ball kam nicht so gut, aber das gehört einfach auch dazu. Man muss die Dinge probieren, sie können nicht immer funktionieren. Wichtig ist, dass wir diese Dinge immer wieder trainieren, dass wir immer wieder Wiederholungen haben im Training, dass wir uns in allen Bereichen auch bei den Standards weiterentwickeln. Und wenn mal eine Ecke nicht kommt, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist, dass die Spieler sich die Dinge zutrauen, dass sie die Bälle mutig schlagen. Und dann kann es halt auch mal passieren, dass ein Ball zu lang oder auch zu kurz kommt. So. Ja, auch hier sind wir direkt wieder im Gegenpressing. Machen wir klasse. Sascha hat den Ball jetzt sehr gut gemacht vom Vasil Kusey. Hier haben wir den Ball behauptet und wir sind wieder im Ballbesitz. Sehr gut. Inwiefern bereitet man sich dann auf einen Gegner wie den FC Aarau, der jetzt über die linke Seite kommen wird und da versuchen sie dann in die Mitte zu passen, was nicht gelingt. Wie sieht so eine Vorbereitung aus auf so einen Testspielgegner? Nimmt man das Notwendigste mit oder spielt der Gegner heute eigentlich nur untergeordnet eine Rolle? Nee, also wir nehmen jeden Gegner sehr wichtig. Das ist auch unabhängig, ob es ein Testspiel ist oder Meisterschaftsspiel. Meisterschaftsspiele sind natürlich, werden sicherlich noch viel detaillierter vorbereitet und ist ja auch so ganz klar, dass man da wirklich alles abdeckt. Aber wir haben für jeden Testspielgegner haben wir einen Matchplan erstellt, haben ihn analysiert. Wir haben ja dazu noch den unseren Videoanalysten, den Felix, der hat sich die Spiele auch nochmal angeschaut und dann sind wir natürlich im Trainerteam, tauschen uns aus und dann werden die den Spielern auch nochmal ganz klare Spielzüge angezeigt vom Gegner, was der Gegner möchte, wie er spielt und wie wir am besten dagegen spielen können, beziehungsweise wo der Gegner dann auch Schwächen haben, wie wir dann auch unsere Dinge umsetzen können und dann werden den Spielern auch immer Bilder gezeigt, Clips, sodass wir in der Regel immer sehr gut vorbereiten
vorbereitet sind und die Spieler dann auch ja, in der Regel ein Handout zur Seite bekommen, mit dem sie dann, wo halt auch ein ganz klarer Plan für den Gegner ist. Und das ist dann auch unabhängig, ob es ein Testspielgegner ist oder wie gesagt ein Spiel aus der, ein Gegner aus der Bundesliga. Patrick Rahmen ist der Trainer vom FC Aarau, vom Sechstplatzierten der zweiten Schweizer Liga. Ein Trainer, der im Herbst dann mal auf der Kippe stand, als es einen ganz schlechten Saisonstart gab. Und der Niklas Kreuzer hat mir gesagt, er kennt den Patrick Rahmen aus alten Basler Zeiten. Er war auch mal beim Hamburger SV Co-Trainer unter Joe Zinnbauer und Thorsten Fink. Thorsten Fink sehen wir dann heute Nachmittag. Der ist ja jetzt Trainer bei den Grasshopper Zürich, beim vorletzten der ersten Schweizer Liga. Das ist ja dann der zweite Spielgegner von Dynamo. Und ja, wie gesagt, der Rahmen, dem hat man dann das Vertrauen geschenkt und das ist dann belohnt worden mit diesem Winter-Endspurt. Weiß nicht, ob das zu hören war. Aus den letzten 7 Spielen gab es 6 Siege und nur ein Unentschieden. Also da war man richtig gut und hat jetzt 8 Punkte Rückstand zum zweiten Tabellenplatz. Hier kommt Sascha Horvath. Sascha Horvath will sich ja auch so ein bisschen durchbeißen, durchkämpfen. Braucht natürlich auch ein bisschen mehr Einsatzzeit. Will diese Einsatzzeit haben, weil er bei der U21-Europameisterschaft im Sommer dabei sein will. Absolut. Mit Sascha Horvath haben wir auch sehr viele Gespräche geführt, jetzt im Trainingslager. Er hat sehr gut trainiert und ist natürlich auch einer von vielen Spielern, die enormes Potenzial haben und wo wir natürlich hoffen, dass sie das abrufen können. Mit Sascha Horvath werden wir an diesen Dingen arbeiten, genauso wie viele andere Spieler, die jetzt nicht so zum Einsatz gekommen sind in der Hinrunde. Da ist das Ziel natürlich, die wieder dahin zu bringen, wo sie hinwollen, dass auch jeder so seine individuellen Ziele erreicht. Und ja, das steht auch bei uns ganz oben auf der Liste, dass diese Spieler dann auch wieder ihr Leistungsoptimum erreichen. So, und dann kann ich euch gleich mal noch sagen, dass wir, ich hatte ja vorhin meine Mütze gezeigt, wir eine Fanshop-Aktion haben wieder, gemeinsam mit dem Fanshop von Dynamo Dresden. Geht in den Online-Shop, gebt den Gutscheincode Trainingslager, alles groß geschrieben, 19 ein, also Trainingslager 19, die Zahl 19 schreibt dann natürlich als 19, also als Zahl. Und ihr bekommt 20% Rabatt auf alle Wintermützen. In Deutschland ist es ja ein bisschen kühler, da muss man die Mütze aufsetzen und 20% Rabatt absahnen, das ist doch eine gute Sache. Aktion geht bis morgen Mitternacht im Dynamo Online-Shop. 20% auf alle Wintermützen. Massimo und ich werden uns da sicherlich auch noch eine Wintermütze holen, weil die brauchen wir dann im Januar, im späten Januar und natürlich dann auch, wenn es dann bei den Fußballspielen wieder frisch wird. Ja, zunächst erstmal eine tolle Aktion, gerade für auch für unsere Fans. Ich war auch schon im Fanshop. Ich hatte meine Familie hier zu Besuch, die ja im Augenblick nicht immer da sein kann. Und dann sind wir auch mit den Kindern in den Fanshop gegangen und dann haben sich die Kinder was aussuchen dürfen. Wir haben tolle Produkte und ja, auch insbesondere für unsere Fans eine tolle Aktion, weil das ist ja auch das, was hier Dynamo Dresden auszeichnet, dass wir tolle Fans haben, dass wir ein Stadion haben, was einen Schnitt von 28.000 Zuschauern der zweiten Liga hat. Und das sind Dinge, die ich ja auch schon mal im Interview gesagt habe. Das ist wirklich einmalig, so einen Schnitt in der zweiten Liga zu haben. Und da sieht man einfach die Begeisterung in Dresden und was einfach für eine Tradition auch dahinter steckt. Ball ist jetzt bei Georgia Nikolic. Das ist der Keeper der Aarauer, ein Serbe. Der hat den Großteil der Spiele in der Hinrunde gemacht, weil der tarmäßige Stammkeeper aufgrund einer Handgelenksverletzung ausgefallen ist. Aber hier zum Sportlichen. Sehr gut. Das haben wir sehr gut gemacht. Wir standen in der Ordnung. Der Gegner hat keine Lösung finden können, weil einfach die Räume zu waren. Dann gewinnen wir den Ball und wollen dann sofort in die Spitze. Klar, funktioniert das nicht immer. Man muss sich natürlich auch dann durchsetzen können. Der Gegner hat auch gute Innenverteidiger, aber dort standen wir sehr gut. Wir standen kompakt in der Ordnung. Der Gegner hatte keine Räume. Ballgewinn und dann ist es das Ziel, so schnell wie möglich in die Spitze zu kommen, um dann auch zum Torabschluss zu kommen. Wie weit ist Ayas, weil wir ihn gerade natürlich auch im Ballbesatz gesehen haben, der ja auch eine Zeit lang hier angeschlagen war?
Ja, Ayers hatte leider ein bisschen Pech im Trainingslager, war in der Regel das gesamte Trainingslager verletzt, hat es immer mal wieder probiert, war dann noch nicht so weit, konnte dann gestern wieder einsteigen, das sah sehr gut aus und haben dann auch mit ihm gesprochen, nach Absprache mit dem Physiotherapeuten, dass er heute spielen kann und spielen möchte und von daher haben wir jetzt auch keine großen Erwartungen von Ayers, weil er wirklich direkt aus einer Verletzung kommt und wir freuen uns einfach, dass er auch zur Verfügung steht. Wir freuen uns im Augenblick über jeden Spieler, der fit ist und von daher ja, hoffe ich einfach, dass alles hält und dass er sein Spiel ja, gut durchziehen kann. Ja, Sören Gonta, ein erfahrener Mann, auch ein Spieler, der sehr viel kommuniziert in der Mannschaft, von daher auch sehr wichtig als Führungsspieler ist, auch ein Spieler, mit dem wir uns sehr viel austauschen. Da ist einfach die Erfahrung, die Erfahrungswerte sind sehr wichtig und da muss man sich auch im Trainerteam mit solchen Spielern immer wieder austauschen und in Kommunikation sein. So, und wir kriegen die ersten Fragen. Unter Frag Massimo, ist Vasil Kuse ab nächster Saison als fester Bestandteil in der ersten Mannschaft eingeplant? Ihr könnt weiter fragen. Und jetzt Massimo, bitte. Ja, Vasil Kuse ist natürlich eines unserer großen Talente. Er hat enormes Potenzial, gerade wenn er in die Räume startet, über seinen Antritt, über den Abschluss. Und der ist ja auch bei uns schon die gesamte Saison dabei. Und ich denke, dass das Vasil sich weiterentwickeln wird und dass er ja auch in naher Zukunft wenn er die Dinge dann auch annimmt, es ist immer wichtig, dass man sich auch immer wieder weiterentwickelt, dann wird Vasil Kuse auch ein fester Bestandteil bei uns. Davon gehe ich aus. Ich weiß ja gar nicht, du bist ja der Standardspezialist. Du übst ja auch mit den Leuten viele Standards. Ob du es mitbekommen hast, ich habe mit Christian Walter bei der Übertragung, jetzt schauen wir erstmal auf den Angriff der Schweizer, ob da, nee, der kann gut abgekocht werden von Dynamo. Sehr gut. Vielleicht wird sie jetzt auch und jetzt richtig da haben schnell. Wir Basel, ne? Mit seinem Tempo andribbeln, die Gegner fixieren und dann in die Räume starten. Gute Idee, das sind halt die Dinge. Ne? Es kann nicht immer funktionieren, aber er hat es gut gemacht. Da sieht man einfach quasi, dass er die Dinge annimmt, die wir trainieren. Ball annehmen, hohes Tempo, Gegner fixieren, andribbeln und dann müssen die anderen in die Räume starten. Das haben wir gemacht, aber wie gesagt, der Gegner hat auch eine gute Verteidigung, der ist aufmerksam. Deswegen sehr gute Aktion, aber leider ohne Abschluss. Ich habe es am Dienstag mit Christian Walter, wir haben um eine Pizza gewettet, dass Brian Hammelainen noch ein Standardtor in der Rückrunde erzielen wird. Du bist ja der Standardspezialist mit Standardtoren. Jetzt vielleicht die erste. Das sieht nach Elfmeter aus. Das sieht nach Elfmeter aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir Normal legt er ihn vorbei, also aus unserer Sicht, ne? Hat er gepfiffen? Nee, hat nicht gepfiffen. Hat nicht gepfiffen. Ja, die Zeitlupe wird möglicherweise gleich kommen. Wir haben den Bildausschnitt auch nur, aber ich hatte mich von draußen, gab es auch kein großes Aufraunen. Der türkische Schiedsrichter lässt weiterspielen. Du hättest gepfiffen. Es war trotzdem wieder eine gute Aktion. Ja. Aus meiner Sicht kann Vasil den Ball nochmal vorbeilegen und wird dann gelegt. Von daher, gut, dann bewerte ich die Situation. Das haben wir gut gemacht. Der Schiri hat leider nicht für uns gepfiffen, müssen wir akzeptieren. Dann machen wir es beim nächsten Mal halt. Aber man merkt jetzt, nimmt Dynamo das Zepter hier in diesem Spiel in die Hand und versucht, deutlich mehr Akzente zu setzen. Wobei man sagen muss, die beste Chance haben die Schwarze gehabt mit ihrem Pfostenschuss. Genau, nach dem Ballverlust, den hatten wir ja vorhin schon kommentiert. Ja, Ballverluste sind gerade danach, wenn der Gegner sehr schnell umschaltet, sehr gefährlich. Von daher ist es halt auch sehr wichtig, ein sauberes Passspiel zu haben, ein klares Passspiel. Und vor allen Dingen kann ich auch immer den jungen Spielern nur den Tipp geben aus meiner eigenen Erfahrung, einfach spielen. Das ist was Grundsätzliches, das auch nochmal in der ersten Bundesliga dann nochmal wichtig ist. Die intelligenten Spieler spielen immer sehr einfach. Sie machen nicht die komplizierten Dinge, sie machen die schweren Dinge. Sie lassen klatschen, sie nehmen den Ball an, spielen ihn weiter. Und das sind Dinge, die ich dann auch immer den Spielern weitergebe. Natürlich insbesondere auch den jungen Spielern, denn Ballverluste sind heutzutage gerade, weil die Gegner alle ein sehr gutes Umschaltspiel haben. Der Fußball hat sich ja dort enorm entwickelt im Umschaltspiel und dann kommt es dann zu solchen Chancen und da haben wir vorhin, wie gesagt, sehr viel Glück gehabt. Der Schussversuch von Sverotovic war jetzt nicht ganz so gefährlich und ging dann am Tor vorbei. Aber du
die Wette nochmal mit Christian Walter. Ja, die Wette bedeutet, Hammerler Ihnen schießt ein Standardtor, weil er wirklich auch am Dienstag sehr präsent war. Man hat gemerkt, auch die Ecken, da kamen ein, zwei richtig gut. Und Standards ist ja sowieso ein Thema. Also wir haben gestern uns auch mal unterhalten, das letzte Standardtor liegt schon ein Weilchen zurück. Die Älteren werden sich wahrscheinlich... Letzte Testspiel. Ja, letzte Testspiel. Aber wir zählen mal jetzt auch Elfmeter und so nicht mit dazu, aber so ein schöner Freistoß, so ein schön geschossenes Freistoßtor, da geht doch dein Herz dann auch auf, oder? Ja. Dann hast du das Doppelherz, sag ich mal. Guckt euch bei YouTube die Tore von Massimo an und ihr werdet glücklich sein. Und es wäre auch schön, wenn mal wieder so ein schönes Freistoßtor in der Rückrunde dazukommen könnte. Ja, absolut. Wenn wir natürlich über solche Dinge sprechen, da geht mir tatsächlich ein Herz auf. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir gucken. Ja, das konnten wir gerade nicht sehen. Gute Parade, der Schuss von Schnöli, aber ich kann mir vorstellen, war da noch eine Abseitsposition? Also Schnöli hatte dann auf jeden Fall nach der Vorlage von Jäckle die Möglichkeit, aber ich glaube, die Situation war dann schon unterbunden. Ja, das Bild zeigt es jetzt nicht. Ja, aber nochmal zurück zu den Standards. Ja, das ist natürlich meine Spezialität und da bin ich natürlich auch für zuständig. Da muss ich mich auch wirklich zurückhalten, weil wenn du so fragst, weil Standards ist für mich was ganz Besonderes. Standardschießen ist eine Kunst, die mir immer sehr viel Spaß gemacht hat und die ich halt permanent trainiert habe. Und das ist auch das Entscheidende. Standards oder gerade auch die direkten Freistöße müssen permanent trainiert werden. Ja. Man wird besser durch die Wiederholung und wir machen das auch in der Woche. Ich muss natürlich auch immer Rücksicht nehmen auf die Muskulatur, auf die Spieler, je nachdem, was dann im Training umgesetzt wird. Wie sich der Spieler fühlt, dann auch nach Absprache mit den Physiotherapeuten, wie die Werte der Spieler sind, die körperlichen Werte der Spieler, weil wenn ich dann ohne Ende Freistöße schieße, dann geht das natürlich in die Muskulatur. Deswegen bin ich natürlich auch immer davon abhängig, aber grundsätzlich jetzt hier sehr gut Harris durchgespielt, super Übersicht von Harris. Und jetzt, ja, er legt ins Zentrum, zweite Pfosten ist besetzt, da sind wir, können nachlegen. Sehr gute Aktion. Um jetzt kurz mal auf die Situation zu kommen, wir spielen uns sehr gut durch, legen den Ball nach außen, dann haben wir den Spielern ganz klare Positionen mitgegeben, die besetzt waren. Philipp hat das sehr gut gesehen, hat den Rückraum erkannt. Leider kommen wir da nicht zum Abschluss, aber wir besetzen gleich wieder den zweiten Pfosten, haben dort den zweiten Ball und so kann Luca zum Abschluss kommen. Also insgesamt eine sehr gute Aktion. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Wurde leider nicht belohnt. Aber Luca Schupidice natürlich auch mit einem guten Einstand, versucht hier frisch runterzuspielen und seine Sache gut zu machen. Absolut. Also der Luca, der war ja auch schon das ein oder andere Mal bei uns im Training, hat auch schon das ein oder andere Testspiel mitgemacht. Und die Jungs, die haben einfach die richtige Einstellung. Im Punkto Charakter, Mentalität sind die schon sehr weit, sehr gut ausgebildet. Und die können wir wirklich ohne Bedenken bringen. Auch, dass Luca heute von Beginn an spielt, ja, dass er so kurzfristig angereist ist und dann direkt eingesetzt werden kann, das spricht eigentlich für unsere Jugendspieler. Spielt vornehmlich in der U19 und hat natürlich einen prominenten Papa mit Kücha Schupidice, dem georgischen Spieler, der früher in der zweiten Liga sehr präsent war, auch in der Region präsent war. Halle, Zwickau, auch in Aue. Also dort hat er überall seine Spuren hinterlassen. Absolut. Das ist auch das Erste, was ich ihn gefragt habe, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich auch seinen Vater angesprochen. Aber den Zuschauern auch das zu Ende zu bringen mit den Standards, es geht halt um die Wiederholung, dass Freischüsse immer wieder trainiert werden. Gerade Philipp hatte dann auch einen sehr gefährlichen Freischuss gegen Aue, da mit etwas Glück, der ganz knapp vorbeigeht, da... Man braucht natürlich auch das Quäntchen Glück. Der kann schon reingehen. Im gleichen Spiel hat Brian auch einen tollen Freischuss geschossen. Da fehlen halt Zentimeter und dann ist der Ball im Netz. Und auch gegen Paderborn hat Brian aus meiner Sicht einen überragenden Freischuss geschossen, der einfach nicht belohnt wird. Und besser kann man ihn gar nicht schießen. Und wir haben halt auch bei Brian erkannt, wir haben natürlich auch recherchiert in der Vergangenheit und haben einfach auch gesehen, dass er ein sehr guter Standardschütze ist. Deswegen wird er auch immer mehr jetzt in die Position kommen,
um auch Ecken zu schießen. Aber wir haben einige Spieler. Wir haben natürlich den Ebi, der leider angeschlagen ist, den es aber so ganz gut geht in Dresden, der da auch wohl sehr gut behandelt wird. Dann haben wir natürlich Philipp Heise, auch Barisch Artig hat sich enorm entwickelt, hat ganz tolle Freistöße im Training geschossen. Das muss einfach jetzt im Spiel noch umgesetzt werden. Brian haben wir genannt. Also und da haben wir schon sehr gute Möglichkeiten und wir werden das trainieren, wir werden das forcieren, genauso wie die Ecken oder die seitlichen Freistöße weiter trainiert werden müssen. Und dann werden wir da auch noch erfolgreicher werden. Aber das Entscheidende ist wirklich, dass man immer wieder die Dinge trainiert, wiederholt, um die Abstimmung zu finden, gerade bei Ecken, dass der Eckenschütze die Bälle dorthin bringt, wo wir sie hinhaben wollen, dass die Spieler diese Räume belaufen und dass alles optimal abgestimmt wird und oder abgestimmt ist. Und das geht einfach nur durch Training. Und ich sage immer, jeder Erfolg braucht auch eine Vorlaufzeit. Und wir setzen die Dinge um und gerade auch mit den verletzten Spielern, jetzt Hati war in der Rückrunde dann leider auch die letzten Spiele raus, Florian Ballas kommt in der Rückrunde zurück, das sind ja auch große Spieler, Sören Gönter, Gonta, Janis, Nikolaou, Yannick Müller, Dare, wir haben schon sehr viele große und kopfballstarke Spieler und da haben wir enormes Potenzial und wir wissen natürlich auch, wie wichtig Standards insbesondere in der zweiten Liga sind. So sieht das aus. Also, da wird auf jeden Fall jetzt einen Eindruck bekommen von Massimo, was die Standardsituation betrifft. Und wir setzen mal darauf, dass in der Rückrunde ein Tor, mindestens ein Tor, über einen schönen Freistoß fallen wird. Es regnet weiterhin. Wir haben 27 Minuten gespielt. Ihr seid dabei bei Dynamo TV beim Testspiel am Sonntagmorgen deutscher Zeit. 0:0 gegen den FC Aarau. Saxo Print präsentiert euch diesen Livestream. Und ja, wir sehen ein ganz ordentliches Spiel. Ist das heute das große Casting oder sind ein paar Plätze dann doch schon verteilt für die Bielefeld-Stammelf? Nein, es ist heute wirklich auch nochmal durchgemischt. Wir, wie gesagt, alle Spieler haben sehr gut trainiert. Also mit der Mannschaft sind wir hochzufrieden, was die Trainingseinheiten und bisher die Testspiele im Trainingslager anbelangt. Und heute sollen alle Spieler nochmal ans Limit gehen. Ich hatte am Anfang gesagt, die Spieler sind müde, aber dieses Spiel nochmal mitnehmen, mit einem Erfolgserlebnis nach Dresden fahren und dann haben wir auch nochmal einen weiteren Test und dann wird es schon mehr in die Richtung Stammelf gehen, aber heute ist es schon noch so, dass alle nochmal dieses Spiel mitnehmen sollen für sich, um 90 Minuten in den Körper zu haben und deswegen ist es dann auch nochmal ein bisschen durchgemischter. Sehr guter Ball von Harris. In die Spitze, in die Tiefe. Genau, aber hier auch wichtig, das Gegenpressing. Ne? Wie Leo dranbleibt, ja. Vasil zieht rüber, das sind die Dinge. Ne? Wenn es dann nicht funktioniert, sofort wieder ins Gegenpressing gehen, um den Ball wieder zu erobern. Auch hier sind wir dran. Genau, da kommt er schon wieder, Sascha. Um dem Gegner wirklich wenig Luft zum Atmen zu lassen und auch wenig Zeit zum Nachdenken, was er mit dem Ball jetzt anfangen soll. Genau, sofort bei Ballverlust, wenn möglich ins Gegenpressing, keine Räume geben, keine Luft zum Atmen, keine Zeit, um dann sofort wieder den Ball zu gewinnen. Genau. Also der Angriff ist unterbunden. Jetzt sind sie rübergekommen, es kann natürlich nicht immer funktionieren, aber dann ist es wichtig, wenn das Gegenpressing überspielt wird, dass wir es schnell wieder in die Ordnung finden, dass wir kompakt sind und dass wir hinten einfach dann auch zu sind, was wir vorhin einmal gesehen haben, als wir gut standen und der Gegner einfach keine Lösung hatte, keine Räume. Und dann haben wir aus der Kompaktheit heraus den Ball wieder gewonnen. Genauso jetzt, dass wir gut verschieben. Da ist das Kettenverhalten sehr wichtig, dass wenn einer rausschiebt, dass der andere seinen Mitspieler sichert. Flanke, aber die Flanke dann gut harmlos, ja. Obwohl da Philipp in der Situation noch etwas schneller rausrücken kann. Aber wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Die Dinge müssen immer wieder optimiert werden. Und wie gesagt, die Spieler sind ja auch etwas müde. So, Carsten fragt uns, weshalb stehen wir oft mit dem großgewachsenen Heise zu weit beim Eckball, anstatt mit reinzuziehen, wenn ein kleinerer den Eckball oder Freistoß tritt?
Ja, das ist richtig. Es geht natürlich auch um Varianten. Wir haben einen Rechtsfuß und einen Linksfuß und dann kommt es auch auf die Variante an. Und Philipp Heise ist natürlich gerade bei Ecken auch ein wichtiger Schütze, gerade als Linksfuß, und soll dann, wenn er sie nicht schießt, eher in die Absicherung gehen. Okay, und die Frage von Fabian: Wirst du von Mike Walpurgis oder Ralf Minge nach deiner Meinung zu Spielertransfers gefragt? Also man spricht natürlich im Trainerteam insbesondere über Spieler und tauscht sich dann aus, und es meldet sich dann auch mal der ein oder andere Berater bei mir und empfiehlt Spieler. Also da ist man schon immer wieder im Austausch, aber dann die Dinge werden dann anschließend mit dem Cheftrainer Ralf Minge und Christian Walter dann nochmal detaillierter besprochen, inwieweit dann diese Spieler interessant für uns sind. Aber grundsätzlich wird immer über Spieler gesprochen, weil einfach sich viele verschiedene Berater auch melden. Das kann dann sein, dass der Berater sich bei mir meldet, beim Uwit Haju meldet, beim Trainer und natürlich dann auch über das Management. Und die Schweizer kommen über die linke Seite, versuchen es mit dem nächsten Abschluss. Ist dann harmlos. Ja, da hatten wir keinen Zugriff nach dem Einwurf. Dadurch kam die Aarauer zu dieser Chance. Das ist auch wichtig, gerade aus einer Standardsituation, was ja auch ein Einwurf ist, dass wir da eng bei den Leuten sein, dass wir den Gegner da auch keine Räume bieten, dass wir sofort dran sind und den Gegner nicht so rumspielen lassen. Aber wie gesagt, es ist ein Testspiel, wir wollen uns permanent weiterentwickeln, und ich habe das ja schon das ein oder andere Mal gesagt, dass Fehler oder auch Situationen, die nicht optimal umgesetzt werden, dazugehören, und das zeigt uns natürlich, dass wir immer noch viel Potenzial haben, um die Dinge zu optimieren. Ja, jetzt lassen wir den Gegner ruhig mal aufbauen, stehen sehr gut in der Ordnung, hier sehen wir auch die beiden Spitzen, dahinter die Ketten, und da sind wir zu. Einer schiebt raus, eine Spitze im Wechsel, jetzt geht Wasil wieder drauf. Ja, und jetzt kann er drauf gehen, jetzt kann er dranbleiben und jetzt müssen wir rausschieben. Jetzt auch wieder Anspielmöglichkeiten bieten, hat er sich sehr gut durchgesetzt, Rico, der insgesamt ein sehr gutes Dribbling im freien Raum hat. Das sieht man, da müssen Sie mal drauf achten, im Spiel auch, dass Rico ein sehr gutes Dribbling hat, gerade wenn im Zentrum die Räume sehr eng sind, dass er immer wieder in freie Räume dribbelt. Das ist eine große Stärke von ihm, und die hilft uns insbesondere im Zentrum sehr viel weiter. Haris Ruljevic körperlich im 1 gegen 1 natürlich ganz schwer zu halten. Wichtig ist, dass er da ruhig bleibt. Man sieht, da hat er nochmal einen mitgegeben. Klar, kann ich nachvollziehen, wenn man so gehalten wird, dann ist das schon ärgerlich. Aber wichtig, immer aufs Spiel konzentrieren und gar nicht so von den Gegenspielern beeinflussen lassen. Ja, Haris ist natürlich ähnlich wie vorhin bei Sascha Horvath erwähnt, auch so ein Spieler, der darum kämpft, mehr dabei zu sein, mehr Spielminuten zu bekommen. Und der muss natürlich auch versuchen, hier seine Chance in diesen Testspielen zu nutzen. Währenddessen wir jetzt die Schweizer über die linke Seite sehen. Die Flanke kommt auf jeden Fall, aber bei Patrick Wiegers brauchen wir uns in diesem Spiel auch keine Sorgen zu machen. Er macht das ganz abgeklärt und souverän und kann auch diese Flanke ganz, ganz sicher aufnehmen. Glaube, auf der Torhüterposition gibt es erstmal keine Sorgenfalten bei der SGD, auch wenn da in den letzten Tagen sicherlich das ein oder andere diskutiert wurde, wie es da mit wem irgendwie weitergeht. Aber Dynamo ist so oder so auf jeden Fall bis zum Sommer erstmal gut besetzt. Ja, und gerade auch in der Situation, der Wiege ist ein erfahrener Mann, da stimmt die Kommunikation, und dann weiß auch ein Dago, dass er da nicht hingehen braucht, weil der Torwart da ist. Da macht er schon sehr sicheren Eindruck, absolut. Auch hier wieder, wir lassen jetzt eher den Gegner kommen. Man muss nicht immer pressen, wie gesagt, es hat auch immer sehr viel mit Kraft zu tun. Deswegen immer mal ein Wechselspiel, mal pressen wir. Hier jetzt wieder aus dem Mittelfeldpressing schieben wir, stehen kompakt. Und dann, wenn der Gegner einen Fehlpass macht oder einen unkontrollierten Ball spielt, dann ist das für uns das Signal, drauf zu gehen. Jetzt zum Beispiel, da haben wir ihn. Hat der Gegner das nicht gut durchgespielt, haben wir zugegriffen, und wenn dann der Ball kommt von Wasil, dann ist Haris wahrscheinlich weg.
Aber genau das ist das Spiel. Wir stehen kompakt. Wenn wir gerade nicht pressen, warten dann auf Fehler vom Gegner, antizipieren, greifen zu. Auch hier sehr gut gemacht. Und kriegt er den noch? Nein. Der war schon über die. Aber auch sehr gut defensiv gearbeitet. Und das ist es. Wir müssen kompakt sein. Und gerade in der zweiten Liga ist das so wichtig, weil die Spiele sehr eng sind, dass man kompakt steht. Das ist eine ganz wichtige Basis, die Defensive. Und die haben wir schon sehr gut drin. Und das muss immer wieder unsere Basis sein. Auch hier die Kompaktheit. Die beiden Spitzen machen das Zentrum zu. Dann die Mittelfeldkette. Rico schiebt rüber. Leo sichert ihn. Und dann sind wir da. Ja. Hätte ihn fast abgelaufen, den Ball im Spiel behalten. Ja, aber auch in der Schweizer zweiten Liga wird Fußball gespielt. Also auch bei der Analyse ist uns aufgefallen, sehr gute Spielzüge. Und der 29er ist gar nicht ungefähr, der ist sehr präsent, dieser Martin Lichti. Der hat schon versucht, jetzt in diesen ersten 36 Minuten hier immer wieder Akzente zu setzen. Also der Mann mit der 29 ist durchaus verhaltensauffällig beim FC Aarau. Den wir jetzt auch hier wieder sehen. Also der versucht auch mal was, hat jetzt gerade versucht, den Abschluss zu suchen. Und wie gesagt, keine schlechte Aktion da. Ja, hat er probiert, Sascha. Ist natürlich auch ein kreativer Spieler, der dann auch mal solche Bälle versucht, auch mal über den Gegner rüber. Aber der Gegner steht auch sehr gut und das ist alles nicht ganz einfach und spricht auch alles für Aarau. Wir hatten gerade die Offensivaktion angesprochen, aber jetzt auch wieder die Defensive. Das ist schon ein sehr guter Test heute gegen Aarau. Definitiv, auch mit ein paar arrivierten Spielern besetzt. Sehen wir erstmal hier den Flankenversuch. Vielleicht mal dann auch ein Augenmerk später auf die 32, denn haben wir auch schon ein, zweimal im offensiveren Mittelfeld gesehen, den Markus Neumeier aus Deutschland kommend, hat mal beim MSV Duisburg gespielt. Eine ganz bewegte Karriere, ist unter anderem beim Manchester United in der Jugend groß geworden, hat da zum Beispiel Gérard Piqué kennengelernt. Gérard Piqué ist der Patenonkel von seiner Tochter Lani und man ist immer noch sehr, sehr gut befreundet. Und ist damit nicht nur mit Gérard Piqué, sondern auch mit Shakira befreundet. War zuletzt im Iran unter Winfried Schäfer, hat dort gearbeitet, hat gesagt, er ist dort der Held schlechthin gewesen, konnte kaum essen gehen, weil er sofort belagert war. Aber es war nicht ganz einfach in der Mannschaft, dort ist er teilweise geschnitten worden. Und dann hat er gesagt, er will zurück in seine zweite Heimat, in die Schweiz, weil er lange, lange Jahre beim FC Luzern gespielt hat. Auch Niklas Kreuzer kannte sofort den Namen. Und man hat ihm jetzt auch irgendwie irgendwann mal die Schweizer Staatsbürgerschaft gegeben, dem Neumeier mit der 32. Wenn ihr dann später den mal, werdet ihr ihn sicherlich entdecken. Hat auch mittlerweile nicht mehr ganz so volles Haar. Sehr gutes Tempo. Und jetzt hier Robert. Schade, der Abschluss. Ja? Der Abschluss ist immer noch. Macht er gut, macht er trotzdem gut. Er geht im hohen Tempo, geht er durchs Mittelfeld und hält das Tempo auch hoch. Und dann musst du einfach auch mal den Abschluss suchen. Du musst dich entscheiden, kannst du ihn reinlegen, wenn dann keine Bewegung kommt, dann selber zum Abschluss kommen. Und Sascha Horvath ist auch ein Spieler, der einen sehr guten Abschluss hat. Von daher eine absolut gute Aktion von ihm. Und genau das wollen wir dann auch auf der Position sehen. Hat er sehr gut gemacht. Aber interessant auch eben, was man im Fußball dann auch für interessante Menschen kennenlernen kann, wie dann auch die Verbindungen immer sind. Und als Fußballer... Hier haben wir ihn, den von mir gerade erwähnten Markus Neumeier. Genau, als Fußballer, das ist schon eine besondere Zeit. Es ist natürlich auch, als Fußballer steht man permanent unter Druck, unter Leistungsdruck, Konkurrenzdruck und es wird auch sehr viel verlangt. Die Spieler müssen immer wieder diszipliniert sein, eine Top-Einstellung haben und ihre Leistung zu 100% abrufen. Aber wenn ich auch auf meine Vergangenheit zurückblicke, es ist schon eine ganz tolle Erfahrung, wenn man die Chance hat, Bundesliga zu spielen oder Profifußballer zu sein. Das wollte ich gerade sagen. Versuchst du den Spielern das auch immer nahe zu bringen? Manchmal sagt man, ja, ich bin jetzt so mittendrin, aber dann weiß man das vielleicht auch gar nicht wertzuschätzen, was man für ein Privileg hat, Fußballprofi zu sein. Einer von ganz, ganz wenigen, die es in die erste, zweite oder dritte Liga geschafft haben, die wirklich den Sport schlechthin in Deutschland betreiben, wirklich im Fokus des Interesses zu stehen, dass man das wirklich auch ein bisschen zu schätzen weiß und diese Zeit auch ein bisschen genießt?
Klar, es ist natürlich immer alles erfolgsabhängig. Ja. Von daher gibt es immer Situationen, wo man es wirklich voll genießen kann, gerade dann, dann auch nach Siegen. Das ist eigentlich immer die schönste Zeit, wenn man Erfolg hat, wenn man seine Spiele gewinnt, gerade nach dem Spiel, weil man einfach dann auch die Bestätigung hat. Man hat eine Woche super gearbeitet, man hat sich belohnt, alle sind glücklich, alle sind super drauf, die Stadt, die ganze Region. Das ist was ganz Tolles. Von daher sollte man immer dankbar dafür sein, dass man oder wer die Chance hat, auf dem Niveau Fußball zu spielen. Ich spreche sehr viel mit den Spielern. Es ist nicht ganz einfach, weil ich diese Erfahrung einfach schon gemacht habe und die anderen nicht. Und ich habe auch. Rollen sie dann manchmal mit den Augen und sagen, was willst du? Ja, ich versuche es halt ihnen schon so zu sagen, dass Leute, genießt die Zeit, seid dankbar, es ist was ganz Tolles. Aber ich sage dann auch dann anschließend noch immer wieder, aber ihr werdet das wahrscheinlich erst nach der Karriere verstehen. Es ist nicht einfach. Auch ich, wenn mir das damals einer mal gesagt hätte, hätte ich es vielleicht nicht so ganz verstanden, weil man lebt ja gerade, die Spieler leben das ja gerade. Ja. Ne? Es ist auch ein bisschen Normalität dann. Und, aber ich kann auch sagen, wenn es vorbei ist, dann muss man das Ganze erstmal verarbeiten und dann sieht man erstmal, wo man war, was man einfach für eine tolle Zeit auch hatte. Und dann vermisst man das auch. Und es ist dann auch wichtig, was ja auch viele Ex-Spieler nicht so richtig können, man muss abschließen, man muss es verarbeiten und man ist dann noch sehr jung nach der Karriere und das Leben geht weiter und das fällt vielen nicht leicht. Definitiv. Wir hatten den Abschluss von Vasil Kusey gesehen. Ja, ich meinte das jetzt bloß, um das vielleicht nochmal zum Abschluss zu bringen. Gar nicht auch jetzt bezogen auf einen Spieler von Dynamo, wenn ich zum Beispiel das Beispiel Kevin Panewitz sehe, der wirklich mit so viel Talent gesegnet worden ist und damit ein bisschen lax umgeht. Also wir wissen jetzt gar nicht, was da so richtig passiert ist, wollen da jetzt auch nichts reininterpretieren, aber wenn man dann wirklich begnadet ist und von Gott mit Fußballtalent gesegnet ist, und er ist ja kein Einzelbeispiel, dann gibt es wirklich viele andere, die dann ja vielleicht nicht so den professionellsten Lebensstandard an den Tag legen. Aber wir konzentrieren uns lieber auf das Spiel von Dynamo, steht weiterhin 0-0, der Angriff rollt über die rechte Seite. Vasil hat versucht, hier noch ranzukommen, das ist ihm nicht gelungen. Ja, Diagonalball von Philipp, der kann ihn ja hervorragend spielen. Leider etwas zu lang, aber das kann passieren. Teambesprechung jetzt in der Halbzeitpause wieder im Bus. Wir haben eine Kabine. Ihr habt eine Kabine jetzt hier, weil am letzten Dienstag war es ja am Bus, oder? Ja genau, da war ich nicht dabei, da war ich draußen, weil ich mich um andere Dinge gekümmert habe. Okay, du hast dich um das erste Team da mitgekümmert. Genau, okay. es war tatsächlich im Bus, darum, ich weiß nicht, wie es war, aber es hat funktioniert. Ja. Heute haben wir in Bayern spielen eine Kabine. Sehr gut. Und ich denke mal, die Preußer, der Zeugwart hat bestimmt ein paar frische Trikots bereitgelegt, denn die sind jetzt durchnässt durch die erste Halbzeit. Ja, die werden ausgetauscht. Den Spieler stehen ja immer zwei, vielleicht auch drei Trikots zur Verfügung, damit man da auf jeden Fall nicht in ein verschwitztes Trikot weiterspielen muss. Jetzt nochmal. Schubitiz hat es da versucht. Ja, und wieder man bleibt am Druck. Genau, das mache ich auch. Ayers hier im Sprint sehr gut hier. Philipp geht drauf. Genau, bei Ballverlust sofort dran. Jetzt ruhig mutiger, ruhig dran machen, dran gehen, nicht warten. Sonst kommen sie raus, wie hier. Jetzt machen wir ein taktisches Foul. Ja. Auch wichtig. Wenn dann Gegenpresse nicht funktioniert, wenn wir dann überspielt werden und nicht in der Ordnung sind, dann muss man auch mal ein taktisches Foul machen. Ja, das taktische Foulspiel. Und das ist dann clever. Richtig, ja. Das machen alle großen Teams, wenn sie keinen Zugriff haben, dann wird ein taktisches Foul gemacht, dann holt man sich auch notfalls dann mal in der Liga oder dann bei den großen Teams in der Champions League eine gelbe Karte ab. Aber das gehört zum Fußball, da muss man einfach clever sein, um das sofort zu unterbinden, nicht dass man dann in den Rückstand gerät. Ja, Ara hat auch immer wieder ihre Situation, wo sie über außen durchkommen. Die kleinen Nadelstiche versuchen sie zu setzen, aber vielleicht die letzte gute Aktion jetzt nochmal für Dynamo. Genau, antribbeln, Ayers, fixieren. Ja. Da kann er ruhig noch antribbeln und dann rausspielen. Dann kommt Philipp, der hinterläuft klasse und jetzt ein guter Ball. Macht er sehr gut auf zwei.
Sehr gute Aktion. Auch das ist im Training umgesetzt worden, beziehungsweise trainiert worden. Sehr gut hinterlaufen, guter Sprint von Philipp und dann Chip auf den zweiten Pfosten, weil der Gegner orientiert sich auf dem ersten Pfosten. Jetzt stand er dort, aber da gibt es immer wieder Möglichkeiten, weil oft gerade dieser Bereich am zweiten Pfosten frei ist und dass wir dann diesen Bereich besetzt haben. So, und jetzt sehen wir nochmal einen Eckball. Das wird die letzte Aktion in der ersten Halbzeit sein. Sascha trabt raus zur rechten Eckfahne. Dort hinten im Hintergrund sehen wir die Dynamo-Fans, die einen Teil von denen in den gelben Regencapes. Jetzt schauen wir mal genau hin. Genau. Jetzt wird was ausprobiert. Ja, Zielspieler war schon Sören Gonter. Der Raum war leider nicht frei geworden. Aber es gibt noch eine gute Aktion da. Und hat es nochmal. Genau, wieder Ballgewinn und ruhig zum Abschluss kommen. Und nachsetzen nochmal. Bleibt dran. Jetzt pfeift er aber zur Halbzeit. Okay. Also, wir haben Halbzeitpause. Das hat großen Spaß gemacht, Massimo, mit dir die erste Halbzeit kommentieren zu dürfen. Ich freue mich auf die zweite Halbzeit. Wir sind gleich wieder zurück bei Dynamo TV. Für euch vielleicht die Möglichkeit, am Vormittag euch ein Käffchen zu holen und hoffentlich dann dabei zu sein, wenn wir die zweite Halbzeit zwischen Dynamo Dresden und dem FC Aarau kommentieren. Hier sehen wir nochmal die letzte Aktion, wo dann der Schussversuch von Haris Duljevic geblockt worden ist. Massimo, vielen Dank, bis gleich. Ja, ich schau mal nach der Mannschaft. Genau, und verrät's uns dann mehr. Bis dahin. Jo, ciao.
Wir sind wieder zurück. Hallo aus Belek, aus dem doch verregneten Belek, wobei es jetzt etwas nachlässt hier mit dem Regen. Ich freue mich sehr, auch die zweite Halbzeit beim Spiel, beim Testspiel zwischen Dynamo Dresden und dem FC Aarau mit Massimo Pocello, dem Co-Trainer von Dynamo Dresden, kommentieren zu können. Danke dafür schon jetzt, Massimo, dass du das Ganze mitmachst. Du wirst uns gleich auch ein paar Eindrücke aus der Halbzeitpause mitteilen. Zunächst nochmal die Information, dass euch Saxoprint diesen Livestream aus dem Wintertrainingslager präsentiert. Der offizielle Druckpartner der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Das Spielfeld heißt Online-Druck, das Erfolgsrezept heißt Leidenschaft. Und auch von mir nochmals die Information. Der Gutscheincode von Dynamo Dresden im Fanshop heißt Trainingslager 19, Trainingslager groß geschrieben und die 19 als Zahl. Und ihr bekommt 20% Rabatt auf alle Wintermützen. Wintermützen, also damit dann im Angebot und 20% günstiger. Die Aktion läuft bis morgen Mitternacht, also bis Montag Mitternacht. Ja, und ihr könnt dem Massimo gerne Fragen stellen. Der Hashtag heißt Frag Massimo. Massimo, was war in der Halbzeit angesagt? Sicherlich vor allem sich ein bisschen aufzuwärmen, ein bisschen sich Trockenheit zu verschaffen und noch ein paar Instruktionen mitzugeben. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht jetzt auch, dass wir noch nicht gewechselt haben. Wir haben ja die Option mit Justin Jakob und Doinza Jong. Aber wir lassen jetzt erstmal die Mannschaft so weiterspielen, da sich wohl die Spieler alle sehr gut fühlen. Und dann werden wir sicherlich in der zweiten Halbzeit, wenn so langsam die Kräfte nachlassen, wechseln. 0-0 zur Halbzeit. Ich denke, es war ein ausgeglichenes Spiel. Der Gegner, FC Aarau, hatte auch seine Aktion. Der Pfostenschuss nicht genau, zu vergessen. Die, denke auch mit dem Pfostenschuss die beste Chance des Spiels. Aber auch wir probieren immer wieder unsere Abläufe reinzukriegen. Der Gegner steht aber sehr gut hinten. Insgesamt ist es für uns ein guter Test, weil FC Aarau das wirklich sehr gut macht. Und das Wichtigste hier auch für uns, dass wir diese 90 Minuten mitnehmen. Und dass wir vor allen Dingen verletzungsfrei bleiben und dass die, die jetzt länger nicht gespielt haben, da haben wir eine Variante gespielt, hätte fast geklappt, sehr gut. Ich bin begeistert, dass wir die umgesetzt haben, weil da gehört auch immer sehr viel Mut zu. Da ist jetzt noch ein Gegner dazwischen gekrätscht, aber sie hätte fast geklappt. Wäre der nicht da gewesen, wären wir dort zum Abschluss gekommen. Das ist eine Variante, die wir gestern antrainiert haben, eine flache Variante, um den Gegner zu überraschen. Ja, schade, aber trotzdem gut, dass wir das gemacht haben, dass wir den Mut hatten, die so zu spielen. Aber man sieht auch hier, die Dinge müssen weiter trainiert werden und kommt oder ist auf jeden Fall in unserem Repertoire für die Rückrunde. Die Schweizer versuchen es aus der eigenen Hälfte mit einem weiten Pass. Wir hatten es gesagt, die Schweizer spielen in der zweiten Liga ihres Landes. Sehr gut von Sören hier vorverteidigt, genau. Aber den Ball gewinnt. Da sieht man einfach die Erfahrung von Sören Gonter. Ja, auch hier wieder gut rausgekommen, den Gegner zurückgedrängt, gepresst und jetzt stehen wir gut. Und jetzt das Spiel beobachten, lesen und sobald ein Pass kommt, der nicht so optimal ist vom Gegner, dann greifen wir zu, ansonsten wieder direkt in die Ordnung. Das Spiel der beiden Innenverteidiger sehen wir hier. Zweite Innenverteidiger, ja, Giuseppe Leo. Und ja, da habt ihr den Ball. Genau. Und guter Schuss und dann gehalten von Nikolic, dem 21-Jährigen. Absolut guter Abschluss von Ayas. Da haben wir es wieder. Wir standen gut in der Ordnung, haben abgewartet, gepresst, Ballgewinn. Und da haben wir wieder den Ballgewinn. Ballgewinn, ja, schnell in die Spitze und Ayas mit links. Ein sehr guter Abschluss, gut gehalten. Hier haben wir mal Varo Tassar gesehen, den Mittelstürmer der Schweizer. Hier sehen wir erst nochmal die Abschlussaktion, die Massimo gerade erwähnt hat. Ja, Tassar, der Mann mit der Nummer 9, 15 Saisonspiele, 5 Tore, 6 Vorlagen, sehr, sehr begehrt. Spätestens im Sommer ist ein Wechsel in die erste Schweizer Liga sehr wahrscheinlich bei ihm. Er weiß, wo die Bude steht. Auch hier wieder sehr gutes Kettenverhalten. Wir schieben gut, sind zu, lenken nach außen und dranbleiben. Jetzt nicht drehen lassen. Ja, da sind sie nochmal rausgekommen. Das sind halt diese Situationen, wo wir den Gegner nicht rauslassen wollen. Da müssen wir ihn etwas aggressiver verteidigen. Und wie gesagt, immer weiter trainieren, dass wir die Dinge immer besser reinbekommen. Ja,
Der Gegner baut wieder auf. Wichtig ist, dass wir in der Ordnung sind, dass die Räume zu sind, dass wir uns gegenseitig sichern. Dann kann er nur diesen langen Ball spielen, da stehen wir gut und der Wiege kann den Ball einfach aufnehmen. Da hat der Schnöli, der Mann mit der Nummer 15, keine Chance, irgendwas zu tun und irgendwie mit einzugreifen. Sehr erfahrener Spieler, der Schweizer. Massimo, es hat fast aufgehört jetzt zu regnen. Also das ist sicherlich auch für die Spieler ein gutes Zeichen dort draußen, dass sie jetzt mal auch ein bisschen Trockenheit dort mitbekommen. Ja, wir haben halt das Pech. Immer zu den Testspielen regnet es hier und wenn es regnet, dann regnet es richtig. Ich war auch ja eben kurz drüben und meine ganzen Füße, Socken, Schuhe sind nass. Und das nur einmal durchs Rüberlatschen. Ja, wenn es hier regnet, regnet es richtig. Ulrike fragt, was hat denn der Ebi? Er ist ja wieder nach Dresden geflogen, weiß man schon genaueres. Ja, der Ebi, der hatte muskuläre Probleme im Unterschenkelbereich und das zog sich bis in die Fußsohle rein, sodass er die ganze Zeit Schmerzen an der Fußsohle hatte. Und das haben wir halt dann in Dresden überprüft. Er wurde dann dort behandelt und es ist wohl nicht so schlimm, sodass er dort jetzt weiter behandelt wird. Und ich gehe davon aus, dass wenn wir zurück sind, dass Ebi auch wieder einsteigen kann. Das klingt sehr gut, weil er ist natürlich im Mittelfeld. Eine ganz, ganz feste Größe. Das haben wir in der Hinrunde, auch im ersten Spiel der Rückrunde so gesehen. In Erinnerung bleiben die Worte von Thorsten Lieberknecht, der damals gesagt hat, so einen wie Ebert hätte er sich gewünscht. Jetzt kommt die Schweizer mal über Neumeier, aber der weiß auch nicht so richtig, wohin mit dem Ball. Und Wiegers ist dann da, hat sich da noch leicht einen mitbekommen. Ja, hat er möglicherweise durchgezogen. Ja, da muss man vorsichtig sein. Das ist nur ein Testspiel, da steht auch jeder in der Verantwortung, jeder Spieler. Aber ich denke, ja, war wahrscheinlich aus Versehen. Er ist gleich hingegangen, hat sich entschuldigt. Das ist wichtig im Fußball, wenn solche Dinge passieren, gerade im Testspiel hingehen, entschuldigen. Und dann ist das auch okay. Aber auch hier wieder gut gesichert von unseren Abwehrspielern. Und so konnte nach Absprache mit Wiege, konnte Wiege den Ball aufnehmen, problemlos aufnehmen. Ja, der Ebi. Ja, ich kann gerade auch so eine Situation wie Ebi in seinem Alter verstehen. Du hast Erfahrung, du willst nochmal, du bist total ehrgeizig und dann wirst du im Trainingslager zurückgeworfen durch solche Dinge. Ebi gibt immer Vollgas im Training, ist da sehr vorbildlich und deswegen ist es sehr schade, dass er ausgefallen ist, dass er jetzt auch diese Spiele verpasst hat. Aber wir haben ja nochmal einen Test und ich hoffe einfach, wenn wir zurück sind, dass er wieder da ist und dann wieder seine Einsatzzeit haben. Und dann hoffe ich für ihn, dass er seine Dinge gut umsetzt und dann ist Ebi natürlich auch ein ganz wichtiger Mann für uns. Der Gruß geht natürlich an ihn und auch an alle anderen Dynamo-Spieler, die jetzt uns zuschauen, die vielleicht angeschlagen sind, die sich auf das zweite Spiel am Nachmittag vorbereiten und die uns hier bei diesem Spiel gegen den FC Aarau in der 52. Minute begleiten. Ja, die Schweizer kriegen jetzt auch noch nicht so den Zugriff in der zweiten Halbzeit. Das läuft ganz gut. Ja, es ist ein typisches Testspiel. Wir hatten ja auch vor einigen Tagen gegen Dynamo Zagreb gespielt, die ja eine enorm erfolgreiche Saison spielen. Ich glaube, die haben in der gesamten Saison erst ein Spiel verloren, sind souverän weitergekommen in der Euroleague. Ja. Und da hat der ein oder andere auch mal mich angesprochen, ja, Dynamo Zagreb. Also der ein oder andere Fan, den ich getroffen habe, Dynamo Zagreb, das wird ein sehr harter Test. Aber grundsätzlich ist es in solchen Testspielen so, dass die Spiele sehr eng sind, weil jeder probiert aus, jede Mannschaft ist müde, es wird enorm viel trainiert. Und oft sind das dann halt solche Spiele, die sehr eng sind, die dann eher ins Unentschieden gehen oder dann auch knappen Siegen führen. Von daher ist für mich jetzt so das Spiel keine Überraschung. Es wird gut verteidigt, es wird sich bemüht, da wirklich die Dinge, die eintrainiert sind, umzusetzen und ja, gut gesichert von Dario, da haben wir ihn. Und jetzt umschalten, genau, andribbeln. Dario, haben wir gestern gesprochen, spricht ja wirklich schon ein richtig gutes Deutsch, wie schnell er wirklich die deutsche Sprache gelernt hat. Also das ist wirklich vorbildlich, muss man wirklich mal sagen. Ja, ist auch menschlich ein
absoluter Dazugewinn. Also der Dario ist super in Ordnung und für mich ist ja auch die menschliche Komponente immer sehr wichtig als Co. Ich führe ja viele Spielergespräche, bin täglich dabei, die Beziehung zu den Spielern zu verbessern und zu erweitern, weil ich einfach weiß und überzeugt davon bin, wie wichtig die Beziehung zu den Spielern ist, wie wichtig es ist, einander Respekt zu haben. Jetzt haben die Schweizer aber auch das mit dem Pressing ganz gut gemacht, suchen hier den Abschluss. Gegenpressing, ja. Heutzutage im modernen Fußball, Gegenpressing, umschalten, ganz wichtig. Gerade aus diesen Situationen passieren immer sehr viele Tore und ja, das ist jedem Verein bewusst und das wird, denke ich, auch in allen Vereinen, bei allen Mannschaften trainiert. Aber nochmal zurückzukommen auf diese menschliche Komponente, das ist mir persönlich auch gerade aufgrund meiner Erfahrung sehr wichtig, weil bei mir zählt der Mensch. Natürlich muss der Fußballer seine Qualität haben und das Entscheidende ist dann auch, was er dann umsetzt und was er spielt. Aber ich weiß aus meiner Vergangenheit, wenn der Mensch funktioniert, wenn er ein gutes Umfeld hat, wenn er sich wohlfühlt, dann wird er auch besser seine Leistung abrufen. Deswegen ist es bei mir immer fast gleichgesetzt, diese menschliche Komponente und diese Beziehung zueinander. Und die werde ich immer weiter forcieren, weil ich einfach da überzeugt bin, dass wir da auch dann ans Limit der Spieler kommen. Passt vielleicht auch die Frage von Kai. Er fragt, wie gefällt es dir bislang in Dresden und was ist anders im Vergleich zu anderen Clubs, in denen du gewirkt hast? Ja, man merkt natürlich hier sofort die Tradition, die Vergangenheit. Ich hatte ja schon mal ein Interview gegeben bei einer Zeitung, wo dann auch darauf hingewiesen wurde, dass man auch im Europapokal Juventus Turin schon mal ausgeschaltet hat. Und das ist halt Dynamo Dresden. Als Kind erinnere ich mich ja noch sehr gut an die Zeit, wo Dresden in der Bundesliga gespielt hat. Dresden ist ein absoluter Traditionsverein, der erfolgreichste Verein im Osten. Und das spürt man hier. Ich hatte vorhin über den Zuschauerschnitt gesprochen. Das ist wirklich Wahnsinn in der zweiten Liga. Wir haben ein hochmodernes Stadion und das spricht alles für den Verein und das ist auch was Besonderes hier. Ich bin total überrascht, positiv überrascht von der Stadt Dresden. Also ich kannte Dresden vorher noch nicht, habe viel gehört, aber ich habe jetzt auch eine Wohnung in der Altstadt und kenne leider viele Bereiche noch nicht, aber das, was ich bisher gesehen habe, ist wirklich sensationell und immer wieder, wenn ich dann aus der Altstadt hinaus zum Trainingsplatz fahre, schaue ich immer wieder auf die Stadt und sage mir, Wahnsinn, ja. Wie schön Dresden eigentlich ist, also eine ganz hohe Lebensqualität. Ihr pfeift ihn jetzt einen Freistoß, den Schweizern. Also ich sag ganz kurz das noch zum Schluss. Also Dresden ist echt eine Stadt, in die man sich wirklich verlieben kann. Es ist eine der schönsten Städte, die wir in Deutschland definitiv haben. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Leider ein bisschen zu spät, den Zweikampf zwischen Schubi-Tietze und Neumeier. Ja. Auf jeden Fall gibt es den Freistoß und führt er jetzt auch gleich aus. Also jetzt ein bisschen Obacht, jetzt wird es wichtig sein, gutes Defensivverhalten bei diesem Freistoß von der linken Seite an den Tag zu legen. Ja, wir stehen da in der Raumdeckung. Da ist wichtig, dass jeder seine Position hat. Ja, da war der Wiege sehr aufmerksam. Aber da hat er direkt draufgeschossen. Das ist halt eine sehr gefährliche Freischussposition, wo der Gegner sich ja auch was einfallen lässt. Und er hat sich dafür entschieden, sogar direkt aufs Tor zu schießen. Aber Wiege war hellwach, hat den Ball gehalten. Wer macht die Ansage bei Eckbällen oder bei solchen Freistößen, wie die Ausführung sein wird? Welche Variante man wählt? Kusse erstmal, dann Horvath. Schauen wir uns den Angriff erstmal noch an von Dynamo. Von wem kommt das? Es wird natürlich im Training erstmal trainiert, es wird besprochen. Dann werden solche Dinge in der Mannschaftsbesprechung, wir machen zusätzlich noch am Vortag vorm Spiel eine Videoanalyse, wo dann auch immer die Standards mit einfließen, um die Spieler halt auch dann ganz klar zu zeigen, wie der Gegner steht, wo Stärken und Schwächen sind. Es wird dann im Training einstudiert, trainiert und dann nach Absprache mit den Spielern wird dann immer festgelegt, welches Zeichen wir geben. Und dann kann das auch mal sein, dass der Eckballschütze was anbietet oder dann auch die Spieler, die einlaufen, zum Beispiel dann ein Harty, der da sehr viel Verantwortung übernimmt, dann auch die Zielspieler und das wird vorher alles immer abgeklärt. Kusse erobert hier schön den Ball, kriegt ihn, setzt ihn schön durch auf der rechten Seite. Und jetzt Kopf hoch. Den hat der Keeper, unterdessen haben wir gesehen, nach dem Foulspiel von Dumic, an Neumeier hat es die gelbe Karte für Dumic, Dynamos Innenverteidiger, gegeben.
Aber absolut gute Aktion von Wasel. Er setzt sich durch sein Tempo, durch sein Dribbling und sucht dann die Position auf den zweiten Pfosten. Gegner verteidigt gut. Wir kommen zwar zum Kopfball, können nicht mehr richtig drücken, aber die Aktion ist absolut in Ordnung von Wasil. Und ja, es fehlt eigentlich nur noch der konsequente Abschluss, das Tor, aber das ist ja auf der anderen Seite genauso. Warten wir mal ab, noch ist über eine halbe Stunde zu spielen. Ich denke, die Spieler werden nicht frischer, dann besteht die Gefahr, dass auch immer mehr Fehler passieren im Spiel und dann gucken wir, vielleicht können wir das ein oder andere ausnutzen. Das wäre ganz schön. Das war aber auch was Mike Walpurgis schon erwähnt hatte, dass ihm natürlich das Erarbeiten der Chancen das eine ist, aber das Ausnutzen dann natürlich das andere. Das hat ihm im zweiten Spiel am Dienstag ganz gut gefallen. Das war natürlich auch so eine Sache. Ich fand es gegen Zagreb noch bezeichnender als jetzt heute im Spiel. Da hatte man ja doch wirklich gute Möglichkeiten im Spiel gegen Dynamo Zagreb und hätte zumindest ein Tor und damit auch ein Unentschieden verdient gehabt. Da hat aus meiner Sicht die Belohnung gefehlt in diesem Spiel gegen den kroatischen Rekordmeister. Ja, das haben wir sehr gut gemacht bis zum Strafraum, haben uns diese Chancen erarbeitet und jetzt geht es darum, diese Dinge zu finalisieren. Und da sind wir im Training auch jetzt intensiv eingegangen, gerade auf Abläufe am Flügel aus dem Zentrum heraus und mit einer klaren Besetzung in der Box, dass diese Räume und diese Position angelaufen werden und dass wir dann konsequent abschließen. Und das werden wir auch weiter forcieren, weil wir nach einer Analyse in der Hinrunde zu den Mannschaften gehören, die meisten Großchancen vergeben haben. Und das zeigt auch, dass wir vieles richtig machen und dass halt dann nochmal im Finalspiel wir dann noch etwas besser werden müssen. Aber das kriegen wir hin. Nochmal mit dem Pass, aber der kommt ja nicht Luca an. Auch. Gut aufgepasst. Sehr gut, Luca defensiv ist ja eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler, wird heute bei uns hinten rechts eingesetzt und macht das gut. Wie gesagt, von den Jungen darf nicht zu viel erwartet werden. Für die ist das ein Riesenerlebnis, dass sie hier mitspielen dürfen, dass sie an der Seite von so gestandenen Profis spielen können. Und die müssen das einfach mitnehmen. Die sollen das genießen, die sollen Spaß haben. Einfach ihre Dinge einfach konzentriert durchsetzen und dann klappt das. So, jetzt versucht's mal Neumeier mit einem Heber, der offensive Mittelfeldspieler. Also er ist präsenter in der zweiten Halbzeit. Ich hatte ja schon seine Vita so ein bisschen versucht, in den ersten 45 Minuten zu erwähnen. Aber ob das jetzt der Versuch schlechthin war, sei mal dahingestellt. Von ihm versprechen sich die Schweizer natürlich eine ganze, ganze Menge. Ich hatte es vorhin mal erwähnt, 8 Punkte Rückstand zum zweiten Tabellenplatz, der zur Aufstiegsrelegation reicht. Man hat Anfang Februar im ersten Saisonspiel gleich eine Partie gegen Wiel und die sind auch dort im oberen Tabellendrittel mit dabei. Und wenn man nochmal im Kampf um Platz 2 eingreifen will, der FC Aarau, dann muss man in dem Spiel 3 Punkte holen. Und für die Aarauer in diesem Jahr ganz, ganz wichtig, es gibt den Stadtentscheid zum Stadion. Man hat das alte Brüggelifeld 1920 gebaut. Und so sieht es dann auch aus. Also das Stadion braucht dringend einen Neubau. Man hat so einen Zuschauerschnitt von 3000, aber man lechzt nach einem neuen Stadion. Und man weiß ja selbst aus eigener Erfahrung, was so ein neues Stadion alles für Möglichkeiten dann hat. Und man sagt so schön, Aarau ist nur überlebensfähig, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga, wenn man ein neues Stadion bekommt. Überhaupt, der Verein 1985 unter Ottmar Hitzfeld, Pokalsieger geworden, 1993 Schweizer Meister unter Fringer und unter Di Matteo, der hat damals als Spieler mitgespielt, der Di Trainer Matteo. Der damals mit dem FC Chelsea Champions League beim Finale der Home erreicht hat. Ja, absolut, Di Matteo, für mich natürlich sehr bekannt, italienischer Nationalspieler, hat schon die Champions League geholt. Damals, glaube ich, gab es einen Trainerwechsel. Ich weiß nicht, ob er José Mourinho ist. Ich glaube, er hatte José Mourinho und hat dann das halbe Jahr zu Ende gemacht. Genau. Und dann sind die auf einmal im Finale gestanden und haben das Ding dann im Elfmeterschießen gewonnen. Und diese weite Flanke fängt Patrick Wiegers ganz, ganz sicher ab. Ja, wie gesagt, wir wollten euch auch mal so ein bisschen einen kurzen Einblick zum FC Aarau geben. Und unterdessen kommen
die nächste Frage von Marcel. In der bisherigen Saison fiel immer mal wieder auf, dass es jeweils zwei unterschiedliche Halbzeiten gab. In der ersten Halbzeit wurde alles rausgehauen, in der zweiten Halbzeit oftmals nur noch verwaltet. Was sind denn deiner Meinung nach die Gründe dafür? Ich würde es jetzt nicht in zwei Halbzeiten unterteilen. Es ist schon auffällig gewesen, auch bei uns in der Analyse, dass wir immer mal wieder passive Phasen haben, auch insbesondere, wenn wir dann auch mal in Führung lagen. Und wir haben an diesen passiven Phasen gearbeitet, um da weiter konzentriert zu bleiben und auch sehr aufmerksam. Grundsätzlich hatten wir auch noch das ein oder andere Fitnessproblem. Deswegen haben wir auch im Trainingslager sehr viel an der Fitness gearbeitet, weil wir auch jetzt in der Rückrunde immer weiter dieses Pressing forcieren wollten. Dafür braucht man Kraft. Deswegen sage ich ja auch oder habe es vorhin schon gesagt, dass wir sehr intensiv im Trainingslager gearbeitet haben. Die Spieler sind müde und das sind genau die Dinge, die uns natürlich auch in der Analyse aufgefallen sind. Und da sind wir enorm am Arbeiten und haben die Mannschaft auch jetzt seit Trainingsbeginn der Rückrunde weitergebracht. Und das wird auch weiter forciert, weil es zu unserem Konzept einfach auch gehört, dass wir ein gutes Pressing spielen können, insbesondere zu Hause in unserer Festung, dass wir da den Gegner enorm unter Druck setzen können. Gut erkannt. Schnöli hat das hier versucht. Ich will jetzt nicht despektierlich sagen, der alte Mann, aber 33 Jahre und ist mit 333 Erstligaspielen wirklich einer der wirklich eine ganze Menge auf dem Konto hat. 103 Treffer, da ist er ganz vorne mit dabei in der Erstligastatistik in der Schweizer Liga und hat jetzt nochmal den Abstieg gemacht in die zweite Liga und versucht dort natürlich auch nochmal die Akzente zu setzen. Ich hatte es gesagt, irgendwann lächzt der FC Aarau, der viele, viele Jahre in der ersten Liga gespielt hat, als unabsteigbar galt. Quasi so wie der VfL Bochum in Deutschland. Und dann irgendwann hat es ihn dann doch erwischt, Anfang der Jahrtausendwende. Und dann stieg man ab. Dann hat man es 2009 mal wieder hochgeschafft, stieg dann aber sofort wieder ab. Und jetzt kämpft man darum, irgendwann mal wieder bei den Großen dabei zu sein, gegen Basel oder Bern spielen zu dürfen. Drücken wir die Daumen. Aber da wollen wir ja auch irgendwann mal wieder. Richtig, richtig. Das ist ja auch unser großes Ziel. Und das geht uns ähnlich. Und heute Nachmittag spielt die SGD um 13 Uhr deutscher Zeit gegen den Schweizer Rekordmeister. Da ist ein bisschen der Lack ab, da erzählen wir euch dann nachher ein bisschen mehr drüber. Aber die Grasshopper Zürich, das waren jahrelang eigentlich der Inbegriff für den Schweizer Fußball. Und auch da hat Ottmar Hitzfeld, das verrate ich euch dann später, große Spuren hinterlassen. Der Mann, der Trainer, der vor kurzem 70 Jahre geworden ist in Deutschland, Champions-League-Sieger mit Dortmund und Bayern. Auch der hat im Schweizer Fußball seine Spuren hinterlassen. Jetzt hinterlässt hoffentlich auch Dynamo seine Spuren. Ajax versucht sich da mal als Kopfballspieler. Das ist dann nicht von Erfolg gekrönt. Ja, das ist sicherlich nicht so sein Spiel, das Kopfballspiel, gerade wenn dann so reingeflankt wird gegen eine starke Abwehr oder eine große Abwehr. Aber der Gegner hat sich jetzt sehr tief zurückgezogen, ja, und wir haben uns trotzdem erfolgreich durchgespielt, sind über außen durchgegangen, die Flanke kam, aber das ist ja schon jetzt im Spiel des Öfteren gewesen. Der Verteidiger arbeitet defensiv auch sehr konzentriert und ist da auch in der Innenverteidigung sehr gut. Aber vom Spielzug war das sehr gut, gerade gegen einen Gegner, der auch gerade kompakt stand, sehr tief stand. Und da haben wir auf jeden Fall die Lösung gefunden, um dann über die Außen ins Flügelspiel zu kommen und dann in den gefährlichen Raum zu spielen. Man sieht, die Mannschaft arbeitet. Wir verschieben gut, stehen jetzt wieder kompakt. Hier sehen wir Leo, Giuseppe Leo, in Karlsruhe zuletzt gespielt, Deutsch-Italiener und im Bayern-Nachwuchs groß geworden. Ja, ich habe ihn kennengelernt, gerade aufgrund meiner Vergangenheit auch in Karlsruhe, wo ich dann immer mal wieder auch alte Freunde besuche. Und da war er auch und da war er im Restaurant und dann hatten wir miteinander gesprochen, sehr sympathischer Typ. Und ich würde mich freuen, ist ja noch sehr jung, wenn er dann über die zweite Schweizer Liga sich weiterentwickeln kann und dass er halt noch eine schöne Zeit hat im Profifußball.
Sein großer Rückschlag war 2014 Kreuzbandriss, den hat er bei den Bayern und das war so ein Karriereknick. Aber wenn man ihn googelt, kommt als erstes seine Freundin, weil die hat mal bei Germany Next Top Model teilgenommen, seine Freundin Sabrina. Ja, die durfte ich auch kennenlernen. Erzähl uns mehr. Die war natürlich dabei, sehr sympathisch. Guter beide. Schussversuch aber jetzt. Ja. Ja, wenn es dann vorne eng wird, dann aus der Distanz. Ja. Der Gegner sucht nach Lösung, aber ich glaube, dass Wiege da in der Ecke war. Ja, und das dann gesehen hat. Sah gefährlicher aus, als es dann wirklich war. So, er zeigt nach außen, gibt es jetzt eine Auswechslung. Was wir jetzt, wie gesagt, wir müssen es euch auch immer sagen, wir sitzen hier in unserem kleinen, in unserer kleinen mobilen Kommentatorenbox. Ich glaube, es gibt, was wir jetzt leider nicht im Bild haben, Auswechslung. Also so deute ich das jetzt, oder? Ja, und wir sehen gerade auf dem Bild, dass der Eunser Jong da noch steht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Justin Jakob ins Spiel kommt. Wir haben ja einen Spieler mit Leo Löwe, der jetzt letztens sich noch übergeben hatte, da eventuell was Falsches zu sich genommen hatte. Da, wo wir heute auch nochmal genau hinschauen mussten, wie lange er durchhält, wie lange er spielen kann. Aber Leo ist noch auf dem Platz. Vielleicht haben auch die Schweizer gewechselt. Wir werden das gleich versuchen zu verifizieren. Massimo hat da auf jeden Fall ein waches Auge drauf. Wäre natürlich schön, wenn man heute nochmal auch was sich so selbst belohnt. Und sich so selbst belohnen bedeutet natürlich auch immer mit einem guten Gefühl, mit einem guten Ergebnis dann am Dienstag nach Hause zu reisen. Also die letzten 20 Minuten für die Elf, die jetzt hier in diesem Spiel spielt, vielleicht auch nochmal den Torabschluss und das Tor zu suchen. Ja, jetzt Konter. Jetzt wichtig ist, dass wir schnell wieder hinten sind. Und da ist das 1:0 gefallen. Da ist das 1:0 gefallen. Schnöli macht den Treffer. Da hat die Zuordnung dann gar nicht gestimmt. Da ist man beim Gegenangriff nicht gut mit nach hinten gekommen. Und der Mann weiß, wo die Bude steht und hat das dann hier eindrucksvoll gezeigt mit diesem Kopfballtreffer. Marco Schnöli mit dem 1:0. Ja, da wurden wir ausgekontert. Wir hatten keinen Zugriff. Wir standen nicht mehr in der Ordnung. Der Ball kommt natürlich genau auf den Stürmer. Wiege steht vielleicht etwas zu weit vor seinem Kasten. Er luft ihn praktisch rüber als mit dem Kopf. Das sind Dinge, da müssen wir vorne sofort wieder umschalten, den Zugriff haben. Der Gegner kontert uns aus, bringt die Flanke und dann sind die Räume da und dann sind wir nicht eng genug am Mann. Und so schnell steht es 1-0 bzw. 0-1 und wir haben eben gerade darüber noch gesprochen, dass wir uns hier belohnen und dass wir das 1-0 vielleicht machen. Aber es ist ja noch genug Zeit, um eine Reaktion zu zeigen. Das wäre wichtig. Aber zunächst mal kommen erneut die Schweizer. Hier ist es jetzt Neumeier, der mit dem Schussversuch, der geht dann am Tor vorbei. Ja, jetzt heißt es nochmal, auf die Arschbacken zu beißen und die zusammenzuklemmen und zu sagen, okay, wir trotzen den Bedingungen, es jetzt auch wieder leicht anfängt zu regnen. Ja, wichtig. Wiege schüttelt mal auch ein bisschen mit dem Kopf. Ja, wichtig jetzt nochmal diese letzten 20 Minuten konzentriert ins Spiel zurückfinden. Das ist die letzte Einheit für die Spieler. Morgen haben wir einen kompletten Regenerations- und Pflegetag und dann geht's heim. Und wir hatten es ja schon mal angesprochen, die sollen sich belohnen. Die haben wirklich sehr gut trainiert und es wäre toll, wenn wir jetzt nochmal zurückschlagen könnten. Das wäre wirklich gut. Und Körpersprache zu zeigen ist jetzt, glaube ich, auch ganz wichtig. Absolut, jetzt Reaktion zeigen, zurückkommen ins Spiel und es ist noch genug Zeit, um hier mindestens den Ausgleich zu machen. Ja, guter Lauf von Harris jetzt. Ja, aber da machen wir nicht alle mit. Das ist auch wichtig, dass wir nicht vereinzelt draufpressen, dass wir das kompakt als Team machen. Pressing funktioniert nur, wenn man als Netz, wenn man kompakt verschiebt und dann als Mannschaft auch presst und nachschiebt. Abseits. Tja, das wird jetzt, wie gesagt, auch eine Kraftfrage sicherlich. Massimo hat es erwähnt. Das kommt sicherlich dazu. Aber auch die Schweizer sind natürlich im Trainingslagermodus und deshalb hilft das jetzt auch nur bedingt als Ausrede.
Gibt es einen Battle eigentlich zwischen den beiden Mannschaften, die heute spielen? Oder gibt es da einen Wettkampfcharakter? Ja, es gibt da was. Weißt du da, bist du da informiert, wenn du so fragst? Ja. Weil sonst behalte ich das lieber noch für mich. Behalte es für dich. Es gibt was. Es wäre schön gewesen. Was wir ausgemacht haben, aber da halte ich mich lieber noch zurück. Okay. Auf jeden Fall, ja, so ein kleines, kann man so nennen, Battle ist es. Da kann sein, dass dann nochmal die ein oder andere Aufgabe auf eine der beiden Mannschaften zukommt. Was jetzt nicht bedeutet, bloß nicht falsch verstehen für die Fans, die jetzt zusehen. Also es wird kein Straftraining geben mehr. Also das ist die absolute letzte Einheit, die beiden Spiele für beide Mannschaften. Aber wir haben uns da was ausgedacht. Okay. Spiel geht weiter, auch wenn ein Schweizer Spieler am Boden liegt und über Varul Tassar wird der nächste Eckball rausgeholt. Also man muss jetzt schon sagen, in den letzten Minuten ist die Führung vom FC Aarau nicht unverdient. Also währenddessen war hier jetzt am Boden liegend Martin Lichti. Ja, hoffentlich hat er nichts, aber steht wieder auf. 20-Jähriger vom FC Basel ausgeliehen. Auch noch sehr jung, hat die ganze Zukunft vor sich. Ja. Und wir hatten ja auch vorhin mal das Thema Verletzung von Giuseppe Leo. Und der Körper ist das Kapital des Fußballprofis. Und ich musste ja auch meine Karriere leider aufgrund von Knieproblemen beenden. Und das wünsche ich niemandem. Denn wenn man gesund ist, wenn man fit ist, kann man diesen Job auch wirklich sehr lange ausführen. Und deswegen wünsche ich jedem, dass er gesund bleibt. Und das ist wirklich das Allerwichtigste auch im Training oder dann auch im Spiel, dass die Spieler sich nicht so schlimm verletzen, dass sie für Monate ausfallen. Gute Behauptung da von Duljevic. Flanke in den Strafraum. Möglichkeit! Oh, super Aktion. Ja, da sieht man dann die individuelle Qualität, ne, wenn er dann zu so einem Fallrückzieher ausholt. Klasse gemacht, braucht man aber auch immer etwas Glück, aber hätte genauso gut auch im Winkel einschlagen können. Aber das war seit längerer Zeit mal wieder eine richtig gute Tormöglichkeit für Dynamo hier jetzt in der 75. Minute. Ja, und das muss auf jeden Fall oder sollte Auftrieb bringen. Wir haben noch 15 Minuten, dass wir uns solche Situationen noch weiter arbeiten und vielleicht packen wir ja den Ausgleich, was vom Ergebnis her nochmal für den Kopf sehr wichtig wäre, denke ich, für die Mannschaft und für alle. Wie gesagt, wir haben des Öfteren den guten Abschluss des Trainingslagers angesprochen und deswegen wäre das natürlich klasse. Ja, und für jeden Spieler geht es, wie gesagt, auch darum, sich nochmal selbst in den Vordergrund zu schieben und zu sagen, okay, wenn es dann gegen Bielefeld losgeht, an diesem Mittwochabend, also Mittwoch in einer Woche, dann bin ich bereit und dann stehe ich zur Verfügung. Absolut, das war auch unsere Ansage. Wir wollten bewusst, dass jeder Spieler die Chance hat, 90 Minuten zu spielen, gar nicht so viel wechseln, 45 oder 60. Wir wollten jedem Spieler die Möglichkeit geben, wirklich über 90 Minuten zweimal zu spielen. Und diese Chance hatten sie oder haben sie noch, damit wirklich jeder da sich optimal präsentieren kann. Der Gegner hat sich jetzt wieder weiter zurückgezogen, vereinzelt wird jetzt vorne ein bisschen zugestellt. Ein bisschen angegriffen, kommt jetzt auch aus dem Mittelfeldpressing. Es ist immer schwierig gegen einen geordneten Gegner, deswegen auch für uns immer eine ganz wichtige Basis, dass wir kompakt stehen und dass das Kettenverhalten gut umgesetzt wird, dass die Abstände eng sind und dass man sich gegenseitig sichert. Das ist im Fußball in allen Ligen eine ganz wichtige und wertvolle Basis und das sieht man jetzt auch hier beim Gegner, stehen sehr tief. Und da gibt es dann nicht so viele Räume. Aber jetzt, gute Aktion, super reingelegt. Hervorragend gespielt. Ja, ein bisschen mehr reingeschlagen, sind nicht ganz da. Jetzt kann man natürlich sagen, etwas tempogierter spielen oder etwas aggressiver in den Ball gehen. Aber es war hervorragend herausgespielt und da können wir den Ausgleich machen. Ja, jetzt kommt Leo raus. Ja, Hut ab vor Leo, 77 Minuten gespielt, weil er wirklich ein bisschen erkältet war.
ich hatte es vorhin gesagt schon mal, er hatte erbrochen und man musste erst, ja, war sich noch nicht sicher, ob er überhaupt spielen kann. Ist es jetzt ein schlimmerer Infekt? War es jetzt nicht? Und ja, unter den Voraussetzungen 77 oder 78 Minuten zu spielen, ja, muss sagen, tolle Leistung von Leo. Jetzt kommt Eunser Jong. Genau. Eunser Jong ist das erste Mal bei uns dabei, hat tolle Spiele in der U19 gemacht, dann auch nach Absprache mit Matthias Lust und ja, hat hier nochmal 12 Minuten Spielpraxis, kann sich zeigen. Ist auch von Christian Fjell gelobt worden, vom U17-Trainer von Dynamo Dresden, also der hat eine große Zukunft vor sich, südkoreanische Wurzeln und wie gesagt, ein großes Talent, was da Dynamo Dresden in seinen Reihen hat. Ja, und 17 Jahre, ne? Noch 17 Jahre, auch so viel Zeit noch vor sich. Kann so viel lernen, kann sich so, so viel noch entwickeln, so gut noch entwickeln. Und darf mutig sein vorne, ruhig was zutrauen. Diese Spieler haben hier überhaupt nichts zu verlieren. Sie können sich präsentieren, sollen zeigen, was sie drauf haben. Und wie gesagt, wenn er im Ballbesitz ist, ruhig, mutig zeigen, sich zeigen und die Dinge ausspielen. Da flackerten übrigens gestern bei Ralf Minge oder strahlten die Augen, als er über die Nachwuchskicker von Dynamo gesprochen hat, über die Kicker, die jetzt auch nachgerückt sind. Er hat ein ausführliches Interview bei Dynamo TV gegeben, auch das empfehle ich euch. Das könnt ihr euch anschauen im Netz, also ein sehr, sehr ausführliches Interview, knapp eine Viertelstunde mit dem Sportsgeschäftsführer von Dynamo Dresden. Alexander fragt, mir kommt das Spiel so langsam vor, täuscht das? Ja, wir sind hier, um ehrlich zu sein, wir sind hier im Auto. Wir haben wahrscheinlich noch ein, ja, wir haben ein eher das, ja, in der Regel das gleiche Bild. Das täuscht sicher ein bisschen immer übers TV. Aber wir haben ja auch hier die Situation, dass beide Gegner sehr viel trainiert haben, dass sie müde sind und ich denke, dann hat man natürlich nicht so das Niveau, als wenn man komplett frisch ins Spiel geht und ja, und dann auch nicht vergleichbar mit einem Bundesligaspiel. Von daher sollten wir schon da ein bisschen Rücksicht nehmen und wichtig ist, dass die Spieler jetzt diese 90 Minuten im Körper haben, dann haben sie jeweils zwei Spiele gemacht und Spiele über 90 Minuten sind wichtig, damit sie halt dann auch für die Saison, für die Spiele, die anstehen, die Kraft haben. Im Hintergrund ruft der Muizin. Ich habe noch eine weitere Frage von Erik. Die taktische Variabilität wird ja auch im Trainingslager weiter forciert. Wäre ein großer Stoßstürmer dafür nicht auch förderlich? Ja, also grundsätzlich zur Variabilität. Ja, die Mannschaft kann jetzt zwei Systeme spielen. Wir haben da sehr viele Spieler, die flexibel einsetzbar sind, was schon mal eine ganz tolle Sache ist, weil ich denke, so sind wir noch unausrechenbarer für die Gegner. Und ja, gerade auch was Verpflichtungen angeht, sind das Dinge, die natürlich intern besprochen werden. Es gibt viele interessante Spieler auf dem Markt, aber das sind Dinge, wo ich jetzt auch hier in der Situation mich natürlich nicht so äußern möchte, weil das Dinge sind, die wir einfach intern besprechen und das sind alles Themen, die dann auch schon in Gesprächen dann erwähnt wurden und da muss man dann einfach dann auch im Kreise mit Christian Walter, Ralf Minge und dem Cheftrainer dann darüber diskutieren und Entscheidungen treffen. Hier hat es ein Handspiel jetzt gegeben von Jäckle, der übrigens später mal Kindergärtner werden will. Jetzt hat er die Hand zur Hilfe genommen und es gibt eine Standardsituation. Vielleicht jetzt geht es nochmal über eine Standardsituation. Horvath und Pipo Heiser stehen parat. Ja. Wir haben die Philipp 82. Heise. Minute, genau. Genau, Linksfuß, zwei Männer in die Mauer, um ein bisschen die Sicht zu behindern. Der ist gar nicht schlecht. Guter Freischuss, der Ball ist gekommen. Auch ein Aufsetzer, was sehr gefährlich ist, aber der Torwart hat ihn hervorragend gehalten. Absolut in Ordnung vom Freistoß. Nach dem Eckball noch eine weitere Frage von Christian. Ja, schauen wir nochmal. Richtig. Ein Arm, wir sehen es jetzt auch nicht ganz. Okay, zu kurz.
und damit Zeit für die Frage, da du im Gegensatz zu Walpurgis und Hajun nur Vertrag bis 2019 hast, war es ursprünglich so angedacht, dass du nur diese Saison bleibst, bis Hajun mit seinem Fußballjahr fertig bist? Und gibt es die Möglichkeit, dass du auch über dieses Spieljahr bei Dynamo Dresden bleibst? Ja, grundsätzlich arbeiten wir drei hier sehr gut zusammen und mir macht die Arbeit hier auch sehr viel Spaß. Ich denke, das sind Dinge, die dann dadurch, dass ich dieses eine Jahr zunächst erstmal mit dem Verein verarbeitet habe, wird man sicherlich dann die Gespräche führen und dann wird man schauen, ob wir dann so in der Konstellation weiter zusammenarbeiten wollen. Einer fragt noch, steht die Taktik für das erste Heimspiel, also für das erste Spiel der Restrückrunde schon? Das Bielefeld-Spiel hatten wir schon mehrfach jetzt angesprochen. Ich würde sicherlich jetzt auch gerade unseren Fans zuliebe das ein oder andere mehr verraten, aber bitte habt Verständnis. Ich glaube, das Spiel kann, glaube ich, jeder bei uns kann schauen. Also, kann auch der Scout von Arminia Bielefeld jetzt schauen, der jetzt Sascha Horvath zum Beispiel sieht. Also Zugriff ist für jeden möglich. Genau, deswegen gehe ich auch davon aus, die Mannschaften sind alle so breit aufgestellt, die haben überall ihre Scouts, ihre Leute, die horchen da rein und gucken da rein und deswegen nimmt es mir nicht übel, wenn ich nicht so ins Detail gehe, das ist bewusst. Also es gibt die einen oder anderen Dinge, die ich bewusst hier nicht nenne, weil ich einfach weiß, dass jeder sich natürlich über den Gegner informieren möchte. Aber auch der Scout von Arminia Bielefeld kann sich gerne eine Wintermütze zulegen von Dynamo Dresden mit dem Gutscheincode Trainingslager 19, Trainingslager großgeschrieben, 19 als Zahl, bekommt er dafür bis morgen Mitternacht 20% Rabatt. Wir gehen in die letzten 6 Minuten. Der Treffer von Marco Schnöli, dem Schweizer Spieler, hat bislang für den einzigen Treffer hier in diesem Spiel gesorgt. Und jetzt gibt es nochmal ein bisschen Tete-a-Tete und nochmal einen Freistoß für Dynamo. Ja, da haben wir auch zwei Varianten nochmal angespielt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie der Gegner sich aufstellt und was da möglich ist. Sehr massiert dort an der Strafraumgrenze. Pippo Heise bringt den Ball rein. Ja, ist gut. Der ist gut. Sehr guter Freistoß von Pippo Heise und Sören. Ich glaube, er köpft ihn so bewusst ins lange Eck, sonst hätte ich jetzt vielleicht gesagt, er hätte mehr Druck hinter sein müssen, aber ich glaube, er wollte ihn bewusst ins lange Eck köpfen, der Torwart war da, aber tolle Standard, kommt frei zum Kopfball, haben uns leider nicht belohnt. Das sind dann die Dinge im Fußball, gerade auch in der zweiten Liga, Standards können Spieler entscheiden. Und in der Situation, es sind nicht mehr viele Minuten zu spielen, können solche Standardsituationen sehr wertvoll sein. Aber hier Gegenpressing nochmal klasse. Und jetzt müssen wir uns belohnen. Er startet das rein. Das dauert. Abspiel ein bisschen verpasst. Möglicherweise zu lang, ja. Wie du schon gesagt hast, das Abspiel, den Zeitpunkt verpasst. Ja. Aber im Gegenpressing sind wir schon sehr gut. Da haben wir uns enorm weiterentwickelt. Das hat man auch schon im Test gegen Dynamo Zagreb gesehen. Und dann auch gegen FC Zürich. Und das sieht man auch im Training. Also gerade im Gegenpressing, das machen die Spieler schon sehr gut. Da haben wir viele Ballgewinne. Auch hier sehr gut zurückgegangen. Sauber gegrätscht von Philipp. Ja, das 0-1 jetzt so, wenn es bleibt. Ne, es trübt ein bisschen. Es hört sich auch nicht so gut an. Ja. Wie gesagt, es wäre schon noch schön, wenn man zumindest hier sich dann noch ein Türchen erzielt und mit einem Unentschieden quasi dann ansatzweise belohnt. Auch wenn sicherlich das Spiel gegen Aarau dann jetzt nicht die Wertigkeit hat, die das Spiel in 10 Tagen gegen Arminia Bielefeld hat. Und jetzt fragt sicherlich der ein oder andere, ja, hat es denn die Partie Dynamo gegen Aarau schon mal gegeben? Ja, die hat es tatsächlich schon mal gegeben. 1993 im Sommer, damals gab es noch den Intertoto Cup und damals spielten beide Mannschaften gegeneinander. Den kenne ich auch noch. Ja. Aber auch Ajas hält wirklich sehr lange durch, wird durchspielen, so wie es aussieht. Nach der Verletzung auch. War nicht von auszugehen. Aber macht das gerade körperlich auch sehr gut. Nochmal eine Ecke rausgeholt von Oyen Sayong. Da sind wir wieder bei den Standards. Ja,
es gäbe schlechtere Zeitpunkte, jetzt noch den Ausgleich zu erzielen. Und vielleicht ja jetzt nochmal die Möglichkeit hier für Dynamo zum Ausgleich zu kommen. Eckball jetzt getreten von Sascha Horvath. Aber doch da bereits abgepfiffen, ja. Geschoben wahrscheinlich, obwohl auf dem ersten Pfosten, ich habe jetzt nicht genau gesehen, wer das war da im Raum. Am ersten Pfosten war ein Gelber frei von uns, aber verpasst den Ball. Und von mir schon mal der Hinweis, nach dem Spiel versuchen wir eine Stimme auf jeden Fall zu holen. Jetzt ist es ein bisschen trockener geworden. Da dürfte die Möglichkeit bestehen von einem der Spieler, von einem Protagonisten. Ich werde mich dann relativ fix an den Spielfeldrand begeben. Und ja, wie gesagt, es riecht nach einer Testspielniederlage, denn bei den Testspielen ist es so üblich, dass man nicht viele Minuten nachspielen lässt. Meistens ist dann nach 90 Minuten, spätestens 91 Minuten Feierabend. Zweites Spiel des Tages findet dann auf einer anderen Anlage statt. Das ist ja hier der Trainingsplatz von Dynamo Dresden. Im zweiten Spiel ist man dann auf der Anlage der Grasshoppers aus Zürich. Unser Jong gerade sehr gut defensiv gearbeitet. Das sind die Dinge, die halt wichtig sind, dass man umschaltet, dass man auch sich nicht zu schade ist für die Defensive. Und da gewinnt er den Zweikampf und holt den Freischuss für uns raus. Gute Aktion. Hier sehen wir nochmal den Torschützen. Den Schnöli. Und wir nochmal. Aber auch da eine Abseitsposition. Leo hebt den Arm und das war dann auch vom Schiedsrichterassistenten angezeigt. Ja, wahrscheinlich die letzten Sekunden, ja, wie du schon sagst. Massimo, was bleibt von diesem Spiel? Also natürlich, das Ergebnis ist jetzt nicht unbedingt positiv, muss man so hart sagen. Also belohnt hat sich die Mannschaft, die hier gespielt hat, eher nicht. Ja, das stimmt. Das Ergebnis ist leider nicht so schön. Wir haben uns da auch eher, erhofft, dass wir das Spiel nochmal positiv abschließen können. Vom Ergebnis her, das ist jetzt nicht der Fall. Das müssen wir nochmal aufpassen, dass wir nicht noch eins bekommen. Gut verteidigt jetzt nochmal von Dario. Unabhängig davon hat die Mannschaft jetzt nochmal wichtige 90 Minuten drin gehabt. Eine intensive Trainingseinheit, somit viele Spieler sind zum Einsatz gekommen. Die verletzten Spieler, gerade auch Leo und Ayas, wo nicht ganz sicher war, ob sie überhaupt spielen können, konnten jetzt auch nochmal eingesetzt werden und haben es problemlos überstanden, was auch sehr wichtig ist. Die jungen Spieler, Luca hat das sehr gut gemacht auf rechts, Unser Jong ist zum Einsatz gekommen, die U19-Spieler. Und insgesamt war die Mannschaft schon bemüht, aber wir müssen auch ein bisschen dem Gegner auch Respekt zollen. Der hat das gut gemacht, der ist hier auch intensiv im Training und somit ja, verlieren wir dieses Spiel wahrscheinlich 1-0. Insgesamt trotzdem ein sehr gutes Trainingslager von den Jungs und wie gesagt, leider nicht belohnt mit einem Sieg im letzten Spiel. Im vorletzten, weil jetzt kommt bei uns der Ball an. Ui. Ja. Der ploppte hier auf, aber es ist natürlich noch ein weiterer mit da. Im vorletzten, wir haben ja noch die Grasshopper. Für die Mannschaft war es aber, da hat Massimo natürlich recht, das letzte Spiel. Und das dürfte die letzte Aktion gewesen sein, diesen weiten Ball, den der Keeper Nikolic dann aufnehmen kann und damit für sich die Null hält und seinen Kasten in dieser Situation sauber halten kann. Ja, noch ist nicht ganz noch hat er nicht. Richtig. Kommen wir noch mal zu einer Aktion. Ja, Gegner stört jetzt früh, um uns gar nicht mehr rauskommen zu lassen. Aber klar, ja, das ist halt Haris Duljevic, starkes 1 gegen 1. Die Qualität hat er natürlich, sich da auch mal gegen 1, 2 oder sogar 3 Gegner durchzusetzen. Jetzt hier die Youngster im Doppelpass. Er ja, hat es probiert, nicht einfach. Ja, nochmal vorne pressen, nochmal stören, vielleicht nochmal einen Ball gewinnen und dann nochmal zum Abschluss kommen. Ja,
Da erzähle ich vorhin noch, dass die Schiedsrichter meistens früh abpfeifen und der lässt jetzt hier noch lustig nachspielen. Das ist ja vielleicht ganz gut, vielleicht fällt ja noch der Ausgleich. Ja, waren noch mal einige Ballgewinne da, aber leider kamen wir nicht richtig in die Box rein, sodass es gefährlich werden konnte. Neumeier nochmal. Auf Tassar, der sich da schön durchsetzt. Und dann nochmal vor dem Kasten von Wiegers ist gut geklärt da in dieser Situation. Ja, wichtig. Also 0-2 wäre jetzt schon unglücklich. Das war's. Nach 93 Minuten pfeift er ab. Der Schiedsrichter aus der Türkei, Dynamo Dresden, verliert das Testspiel durch den Treffer von Marco Schnöli mit 0-1. Der traf in der 70. Minute mit dem Kopf für den Schweizer Zweitligisten. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Massimo Porcello. Das hat großen Spaß gemacht, mit dir gemeinsam dieses Spiel, dieses erste Spiel hier heute am Sonntag kommentieren zu dürfen. Auch wenn uns das Ergebnis natürlich nicht so wirklich schmeckt, müssen wir ganz ehrlich sagen. Am Ende steht diese 0-1 Niederlage. Massimo, hab vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ein schönes zweites Spiel am heutigen Tag und dann hoffentlich ein besseres Ergebnis. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Es war für mich eine ganz tolle Erfahrung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wir hoffen einfach, dass wir es im zweiten Spiel besser machen und dass wir dann unseren positiven Abschluss haben. Und ich versuche mich gleich nochmal vom Spielfeldrand zu melden mit einem Interviewpartner. Also deshalb dranbleiben bei Dynamo TV. Gleich noch eine Stimme zum Spiel Dynamo gegen Aarau. Danke, Massimo. Ja, alles gut, alles gut. Ihr gebt mir Zeichen. You give me. Danke, dass du kommst. Und da sind wir vom Spielfeldrand. Danke, dass Patrick Wiegers rumgekommen ist. Patrick, am Ende steht hier eine 0-1 Niederlage gegen Aarau. Wie fällt dein Fazit nach diesen 93 Minuten auf regennassen Boden aus? Ja, es waren, haben wir uns natürlich alles anders vorgestellt, dass wir heute mit einem Erfolgserlebnis das Spiel beenden. Ja, uns hat im vorderen Drittel einfach die letzte Konsequenz gefehlt, die letzte Genauigkeit im letzten Pass. Und ja, dann war es so, dass wir gegen einen guten Gegner auch ja, trotzdem uns reingefightet haben. Es war schon schwierig unter den Bedingungen, aber ja, ich glaube, in der Vorbereitung ist es halt schon auch wichtig, dass wir alle über 90 Minuten gehen können. Das haben wir getan und ja, jetzt heißt es an den Feinheiten noch zu arbeiten und dann ja, die richtige Mannschaft zu finden für den 30. Du hast einige Situationen, wo du dich auszeichnen konntest. Kannst du noch was zur Situation beim Tor in der 70. Minute beim Treffer von Schnöli sagen? Ja, aus meiner Sicht war es so, dass wir halt in der Vorwärtsbewegung einen Ball verlieren, sehr offen stehen und die schalten blitzschnell über außen um. Die Flanke kommt punktgenau und der köpft sehr gut gegen die Laufrichtung über mich drüber. Ich habe alles versucht, habe mich gestreckt, aber es hat nicht gereicht, dass ich nochmal rankomme. War ein gut vorgetragener Konter, muss man auch mal so sagen. Und ja, müssen wir schauen, dass wir halt einfach vielleicht den Konter unterbinden rechtzeitig und somit in so eine Situation gar nicht erst kommen. Patrick, vielen Dank, dass du rumgekommen bist. Also, Patrick Wiegers soweit im zweiten Spiel des Tages erneut ein Schweizer Gegner. Dann geht es weiter gegen die Grasshopper Zürich. Ich hatte es erwähnt, 13 Uhr dann das Spiel. Dann sind wir auch wieder zurück hier bei Dynamo TV. Auch diesen Test gegen den Schweizer Rekordmeister werden wir live übertragen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Hier im Spiel zwischen Dynamo und Aarau gab es eine knappe 0-1 Niederlage gegen den Schweizer Zweitligisten. Bis nachher um 13 Uhr deutscher Zeit. Das Spiel gegen die Grasshopper. Bis dahin.